Grüezi Gott, ihr Lieben! Hier sind wir wieder mit Herz und Verstand und mit Vuk und mit einem wunderbaren, schönen Thema. Vuk und ich haben festgestellt, dass wir in letzter Zeit einfach so Erkenntnisschübe haben. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es größere Dinge. Es war ganz spannend, also wahrscheinlich, weil wir jetzt offener sind, auch für diese Art von Informationen, weil wir auch mal wieder eine kleine Pause gemacht haben, also es einfach so ein bisschen ruhiger angehen haben lassen, jetzt nicht nur was die Sendung angeht, sondern auch in unserem Leben so eine gewisse Pause erlaubt haben, und dann öffnen sich ja Dinge und auch zumindest ist Raum für Erkenntnis da. Vuk, leg mal gleich los, was ist so das eins der Dinge, wo du sagst, wow, das habe ich vorher einfach so nicht gesehen oder das hat sich so jetzt mir aufgedrängt und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, der mich jetzt ein bisschen weitergebracht hat oder mir was einfach gesagt hat? Ja, also hallo erstmal und ich fand's die letzte Zeit war sehr erkenntnisreich und ich denke auch, dass man auch, wir sprachen ja letztens mal auch zum Beispiel über Stille und Alleinsein und sowas und das habe ich in letzter Zeit sehr zelebriert und gerade in diesen Zuständen kamen mir sehr, sehr viele Erkenntnisse über mein Dasein jetzt gerade und warum bestimmte Umstände sich zyklisch wiederholen, ganz einfach. So, dass mir bestimmte Prüfungen wieder aufs Brot geschmiert werden. Wir sprachen gerade im Vorgespräch darüber, dass mir jetzt in den letzten Tagen einige Personen über den Weg gelaufen sind, deren wo ich die Konfrontation doch etwas gescheut habe und ich das aber anscheinend brauchte, einfach nur, um wirklich nochmal ganz klar feststellen zu können, nochmal neu bemessen, bewerten zu können, möchte ich das in meinem Leben haben, brauche ich das, will ich das wirklich oder ist das war die Entscheidung von damals wirklich gut so? Und das ging auf einiges, das ging auf vieles zurück. Also es ging, sagen wir mal, fängt bei der Zockerei an, zäumen wir das Pferd von hinten auf und wir gingen dann einmal wirklich querbeet so durch, wie möchte ich mein Leben weitergestalten, wie schaffe ich es oder wie kann ich bestimmte Dinge erreichen etc. pp. Und vor allem mal diese Erkenntnis, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ich bei mir selber festgestellt habe, dass ich mir gerade jetzt in diesem Jahr sehr viel Mühe gegeben habe, all die Dinge auszusortieren und runterzufahren, zum Beispiel, die ich nicht haben möchte. Und ich auch sehr genau benennen kann, was ich nicht haben möchte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, etwas positiv für sich manifestieren zu wollen, beziehungsweise vorhat, einen gewissen Weg zu gehen, dann sollte man dieses Denken umstellen und wirklich wissen, was man haben will, damit man darauf hinzugehen kann und darauf hinarbeiten kann und all sowas. Und mir sind sehr viele von diesen alten Gedankenmustern einfach wieder wirklich bewusst geworden an mir selber. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber hat mich auch nicht wirklich vorangebracht. Ist wie Schaukeln. Ah, okay. Also dieses, was ich nicht haben will, das haben wir auch vorher schon, also Vorgespräch war wieder viel zu lange, wieder einiges besprochen. Wir tauchen dann ein und merken gar nicht, dass wir nicht in der Sendung sind, so ungefähr. Aber das ist sehr wertvoll eigentlich, ja, zu wissen, was man nicht will. Das ist eine ganz wertvolle Geschichte und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil in dieser Zeit ist es auch ein bisschen so, wenn man dann weiß, man macht das nicht mehr, man macht das nicht mehr oder man will das auch nicht mehr, dann entsteht ja auch so ein Vakuum und dann ist es, finde ich, auch gar nicht ungewöhnlich, weil ich hatte vorhin gesagt, du kannst natürlich auch jetzt 10 Stunden meditieren, ja? Oder du füllst mit irgendeiner sinnlosen Beschäftigung, in Anführungsstrichen sinnlos, was jetzt zum Beispiel die Zockerei ist, mal dieses Vakuum und guckst mal, was dabei rumkommt. Ja? Da geht es ja, glaube ich, gar nicht so sehr ums Zocken, also zumindest ist es so ein bisschen. Wenn ich diese Anfälle mal hatte, dann war das bei mir, dann ging es nicht per se um das Spielen, sondern da war einfach so ein Stopp, der irgendwie ausgefüllt werden musste, ja, weil ich hab auch die Erkenntnis habe ich auch gehabt, oder das ist eigentlich so ein schlechter Gedanken über einen, der stimmt nicht, aber ich teil ihn mal, dass ich mir einfach gedacht habe, wenn ich jetzt in so eine Wohngemeinschaft komme, dann würden die sich ganz schön wundern, wie technikabhängig ich noch bin, weißt du?
Ja? Weil ich einfach einige Sachen, ich lebe halt auch hier alleine, ja, dann knall ich mich halt vom Fernseher und schmeiß irgendeinen Film an, ja. Das gehört bei mir tatsächlich einfach auch noch täglich dazu, ja. Sitz und auch YouTube oder so, also ich sitze auch noch ganz viel vom Computer und check Texte und all, und das müsste ich gar nicht, ja. Also da, ich könnte da viel effektiver sein und ich denke mir auch, also muss ich das aufhören, bevor ich kompatibel bin, oder würde dann einfach was Neues in mein Leben kommen? Also wenn es dann eben einen Garten vorm Haus gibt, würde man dann eben dann automatisch mehr mit der Natur machen, würde man dann ebenso, weil ich habe auch schon mal erzählt, dass ich sehr Permakultur neugierig bin und ich habe mir mal sehr viel angeschaut, aber würde ich das dann wirklich machen? Ist das wirklich mein Ding? Ja, also so ist es auch im Moment so, dass ich noch merke, ich hänge noch in einem alten Beschäftigungsmuster drin, ja, also, oder zumindest neige ich dazu, darin wieder abzurutschen, aber mit was fülle ich es dann? Also dieses, was will ich denn dann, ja, da ist jetzt Routine eingezogen, da ist eben Sport eingezogen, da habe ich angefangen zu kochen, dann sind meine Affirmationsläufe ganz wichtig, dann ist die Arbeit für Spiritscape gemacht, aber dann, ja, wenn ich jetzt nicht mehr 16 Stunden am Tag schlafe, stelle ich fest, habe ich noch ganz viel Zeit, den ich für ganz viel Quatsch verwenden kann. Richtig. Genau, und ich meine, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten einfach ziemlich ausgeklinkt und habe mir sehr viele Gedanken gemacht über ja, mich selber, wie ich das Ganze jetzt einfach für mich selber weiterführen kann. Und auch, wie ich das Ganze organisieren kann. Weil, also in bestimmten Sachen fällt es mir wirklich schwer, sag ich jetzt mal, wenn ich nicht gerade Feuer fange, wie jetzt zum Beispiel, ne, als wir angefangen haben oder sowas, und, ne, haben wir uns ja gegenseitig einfach befeuert. Und es rannte dann ja auch eine ganze Zeit lang. Da haben wir echt viel Willenskraft aufgebracht. Aber mir gehen jetzt gerade also sehr viele Sachen zum Beispiel mit mir selber durch den Kopf, was zum Beispiel das Thema Geld verdienen, zum Beispiel, und all sowas angeht, auch diese Selbstständigkeit, selbstständig machen und auch ja, ne, die Schwierigkeiten, die finanziellen Schwierigkeiten oder diese bürokratischen Schwierigkeiten, um es exakt zu sagen, mit denen ich mich dann nochmal konfrontieren muss, wenn ich bestimmte Schritte gehe und sowas alles. Und gerade diese ganze Bürokratiegeschichte ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd, aber gut, ich meine, okay, ich bin auch relativ konfrontationsscheu, was bestimmte Sachen angeht, und bin leider auch ein Meister da drin, Sachen umgehen zu können. Aber ich habe wirklich für mich selber auch festgestellt, jetzt, und das haben mir die Begegnungen in letzter Zeit nochmal einfach wirklich ganz klar gezeigt, dass ich davor keine Scheu brauche. Und dass es teilweise auch wirklich einfach besser ist, sich wirklich direkt mit dem zu konfrontieren und da dann auch wirklich einfach klar zu, also ne, klar auf der Linie zu bleiben und ganz klar zu, ja, ne, sich nicht weichlabern zu lassen sozusagen. Das hilft definitiv. Ja, das ist jetzt ein ganz spezielles Extra-Thema. Da bin ich auch überhaupt nicht weiter. Ich habe es dir schon mal gesagt, wenn würde der Wandel jetzt noch 10 Jahre auf sich warten lassen, dann würde ich irgendwann im Gefängnis sitzen, weil die Steuer einfach wirklich wissen würde, wollte, warum ich partout nicht antworte und warum ich keine einzige Steuererklärung mache und warum ich nicht Hartz-IV-Empfänger bin, wenn ich schon keine Steuer erkenne. Also die würden mich sowas von am Krawattel haben. Aber es gibt etwas in mir, und das ist, glaube ich, etwas ganz Natürliches, dass dieses alles nicht will. Also ich will keine Bürokratie. Ja? Richtig. Also würde ich hier im Fluss sein, würde ich andere Menschen unterstützen, also wirklich, ich bin im Fluss, aber es betrifft mich selbst halt, ja, also ich kriege jetzt mein Leben so einigermaßen auf die Reihe, aber darüber hinaus kann ich halt jetzt noch nichts, keine großen Sprünge machen, dass ich sag, hey, jetzt kann ich mal hier die spirituelle Szene unterstützen, wenn ich einen Blog gute Sache mache, dann kriegt er mal 4.000, 5.000 Euro, weil ich weiß, das sind halt die Beträge, die dann, also jetzt, keine Aufforderung, bitte nicht falsch stehen, ja. Aber das sind die Beträge, die wirklich dann Unterschied machen, wo dann jemand, der Hartz-IV-Empfänger ist, auch immer sagen kann, jetzt kann ich mir aber eine neue Audiotechnik kaufen oder eine schöne Kamera oder irgendwie so. Also auf einmal können Pläne umgesetzt werden, die vorher irre weit weg waren. Ja. Und
Da bin ich auch nicht, ja. Also das ist, aber es gibt natürlich auch so bis dato, bis vor kurzem war es so, dass ich wirklich nur von der Hand im Mund gelebt habe. Keine Chance, irgendeine Kleinigkeit mehr zu machen. Ja? Also wirklich so Geld abzählend zum Supermarkt gegangen und geguckt, was ich dabei rumkrieg. Das war so ein bisschen das. Und das ist auch natürlich, der Kanal ist größer geworden, es gibt ein paar mehr Unterstützer. Das ist etwa, da ist ein bisschen mehr Headroom auf einmal. Ja? Du hast es auch erlebt, wir haben einfach ein paar irgendwie hier Ja, wirklich ganz, danke. ja genau, Dankeschön. Ja, genau. Da kamen so ein paar Extras rum, wo man sagt, oh, jetzt ist bei mir eine gewisse Sicherheit. Das heißt, ich weiß, ich kann die Miete zahlen am Monatsanfang jetzt. Gut, jetzt am 21. habe ich schon öfter mal gewusst, oder ne, ist der 22. ist, ja? Da habe ich schon öfter mal gewusst. Aber bis dahin war es dann immer so, bis zum 20. war es dann spannend. Ja? Und das ist jetzt sozusagen 1, 2 Monate bin ich safe. Ja? Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Aber, um jetzt das auch nicht so zu privatisieren gerade, aber dieses. Ist es wirklich noch unser Weg zu sagen, ich erfülle noch alle diese Anforderungen, ich mache alles mit der Steuer klar, ich mache alles mit der Krankenkasse klar, mit der Rentenversicherung, all diesen Quatsch, ist es wirklich noch dran? Also wenn das mir jemand sagen kann, dass es noch dran ist, dann habe ich ein Problem, aber wahrscheinlich würde ich es dann auch hinbekommen, aber ich habe so ein tiefes inneres Gefühl, dass es was ganz Altes ist, was das in mir noch machen will, ja? Weil man weiß, man kriegt sonst Ärger und es ist was ganz Schönes Neues, das sagt, nö, das ist doch, wir reden doch die ganze Zeit davon, das ist Sklaverei, wenn du das und das abgibst, weil diese ganze Bürokratie will ja nur eins, die will ja was von deinem Kuchen ab. Richtig. Eine andere Intention ist ja dahinter nicht. Ja? Sondern es geht immer nur darum, also, ah, okay, der verdient jetzt so viel Geld und ist selbstständig. Ja? Da können wir mal so richtig rangehen und gib mal, das ist ja auch so was Witziges, wenn du das, also das kennen die Selbstständigen, aber gib mal einfach mal, du hast mal was, ein tolles Geschäft gemacht und dann gib es mal bei der Steuer. Und dann kommen die nämlich und wollen eine Steuervorauszahlung fürs nächste Jahr, als ob du genauso dick abkassieren würdest. Da ist bei Musikern eine totale Katastrophe. Also, vielleicht kennt ihr diese bayerische Band, wie hießen die? Spider-Murphy-Gang. Die haben mit dieser ersten Platte unfassbar erfolgreich, waren die ja. Und dann war es so, hat er auf die halbe Million, auf die Millionen D-Mark, die er dann hatte, hat er eine halbe Million Steuern bezahlt. Und dann kam ein paar Monate später, die Steuer hat gesagt, jetzt wollen wir die nächste halbe Million. Wir gehen ja davon aus, dass du wieder im nächsten Jahr genauso viel verdienst. Und das ist halt völlig total unrealistisch. Das ist völliger Blödsinn. Ja? Aber nur mal als Beispiel. Also das ist also komplett irre. Und wollen wir das echt noch unterstützen? Oder wäre es nicht eigentlich, ich meine, das ist jetzt wieder ein bisschen illusorisch gedacht, so wären wir alle Veganer und so, ja, aber würden wir uns alle da verweigern, und bei der GIZ machen es ja schon so viele, ja, dann wäre das System einfach kaputt, weil die haben gar nicht genug Steuereintreiber. Wir sind sogar so, dass Schweizer mittlerweile Firmen in Deutschland anmelden, weil sie statistisch wissen, dass sie hier nur alle 100 Jahre kontrolliert werden. Und dann ist es ja auch nicht so, dass du dann bei der Kontrolle, dass die dann Geil. unbedingt was finden müssen. Das ist ja gar nicht so. Aber es ist einfach, du wirst unfassbar selten kontrolliert, kannst unglaubliche Dinge machen und es gibt gar nicht genug Personal, das alles reinzufahren. Natürlich, wenn du jetzt sehr auffällig wirst, ja, dann gucken sie nach. Aber wenn du halt so diese groben Dinger machst, ja, schön dein Fahrtenbuch und ab und zu mal eine Essensrechnung und einfach so diese Standarddinger, dann checken die gar nichts. Also Wirecard ist wirklich kein Zufall, ja, in Deutschland. Das ist so, ach, wir haben jetzt ein paar Milliarden da erfunden, oh, so, ja, hoch. Na, das ist ja das Geilste. Also sind wir fast schon aktuell. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da musste ich so lachen, dass auffällig viele in der Steuerbehörde, die zuständig war für Wirecard, haben, also auffällig viele mit Wirecard-Aktien gehandelt. Mehr als mit allem Ups. anderen Zeug. Ups. Also, aber ich wirklich, das ist auch so ein Punkt bei mir, da ist die Erkenntnis noch nicht da. Soll ich das jetzt wieder sozusagen so auf die Füße stellen, dass ich keine Sorge haben muss, dass morgen hier jemand klopft und sie einfach mal wissen wollen, was mit mir los ist? Oder soll ich einfach sagen, hey, ich lebe hier eine andere Zeit, ja?
ihr macht eh nur Quatsch. Ich will euch ja gar kein Geld geben. Ja? Ich will diesem Staat überhaupt kein Geld geben. Der ist hochkriminell. Ja? Also wir reden jetzt nicht nur über das, was gerade abläuft, sondern hey, wir machen Geschäfte. Also das ist so mein Beispiel immer. Wir machen Geschäfte mit Saudi-Arabien. Dort ist, weißt du, wir sagen ja, Political Correctness, ja, Homophobie, Buh, ja. Hey, dort werden Schwule hingerichtet, ja, für ihre sexuelle Ausrichtung. Das geht doch nicht. Man kann doch mit solchen Staaten keine Geschäfte machen, ja. Also, das nur so als, also, nur so als Spitze. Und da gibt's natürlich so viele Themen, wo Geldverschwendung stattfindet. Also, das, was wir hier politisches System in Deutschland nennen, das darf man nicht unterstützen, ja. Dem will ich kein Geld geben, ja. Ich kann aber verstehen, und das habe ich letztens auch mit jemandem gehabt, jetzt muss ich den Ball dann gleich wieder zu dir spielen, merkst schon, das ist mein Thema, ja. Das rührt in mir was. Ja, genau. Aber hallo, ja. Ich muss auch gestehen, dass wenn ich das Geld immer gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich immer alles richtig gemacht. Nur irgendwann hatte ich das Geld nicht mehr, konnte die Dinge nicht, also zum Beispiel Krankenkasse, konnte ich nicht mehr bedienen, ja. Ging auch über die Insolvenz der GmbH. Und dann habe ich es halt einfach nicht mehr gemacht, ja. Und jetzt bin ich da so in diesen Strudel reingekommen. Ich kann nicht sagen, ob ich von Anfang an dieser Revoluzer gewesen wäre. Also vom Geiste schon, ja. Aber scheinbar muss man erstmal das Geld nicht haben, um zu sagen, ja, aber es steht euch auch gar nicht zu, ja. Also diese Idee. Wobei, wie gesagt, also diese Erkenntnis, wenn da jemand weiter ist, gerne, ja. Ich bin da wirklich täglich in Kontakt mit meiner geistigen Führung. Wir diskutieren da hin und her und sind noch kurz zu keinem Punkt gekommen, um es mal so abzuschließen. Ja. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt gewesen, wo ich selber sehr viel hin und her überlegt habe, weil ich überlege, wie ich das jetzt am besten verklickere. Also ich sage es mal, wenn ich einen Teil meiner geistigen Führung richtig verstanden habe, sagen die mir im Grunde genommen, es wäre jetzt, und ich, ne, das ist jetzt eine Spekulation, aber ne, ich, kurz vor Zusammenbruch dieses Systems, wenn ich jetzt nochmal zusehe, dass ich gewisse Geldmittel in die Hand bekomme, um dann zum Beispiel Häuser in einer Safe Zone bauen zu können, jetzt mal ganz weit gesponnen, ist das nicht schlecht. Aber das, was du sagst, ne, dass ich dieses System nicht unterstützen will, das ist halt genau der Punkt. So, und als Selbstständiger kannst du ja glücklicherweise, wenn du zum Beispiel im ersten Jahr oder ne, wenn du in den ersten Jahren oder wenn du überhaupt Minus machst, dann zahlst du ja keine Steuern. Und du kannst ja viel von den Steuern absetzen. Das heißt, du bist da, wärst da als einziges wirklich in der Position, dass du sagen kannst, okay, gut, ich bezahle ne, meine Zwangsabgaben nicht. Oder ne, ich dich in, selber in eine Position zu bringen, wo du die Zwangsabgaben möglichst gering halten kannst. Aber das Ding ist, ich selber, also meine helle Führung sagt mir, ne, dass Geld nicht gut ist für mich. Weil ne, wenn ich mehrere hunderttausend Euro auf meinem Konto hätte, würde ich sicherlich nicht so leben, wie ich es jetzt gerade tue. Also das ist ein Problem. Meine, ne, wie sagen, auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, diese Sicherheit zu haben, um bestimmte Sachen anleiern zu können, keine Ahnung, ne, zum Beispiel ein Anastasia-Dorf in Rumänien bauen oder was auch immer. Ne, also ne, da wäre es sicher, es gäbe sicherlich gute Möglichkeiten, auch dann zum Beispiel bestimmte Sachen und Projekte zu unterstützen und all sowas. Aber da bin ich selber in einem Zwiespalt und muss das selber für mich abklären, wie ich das ja für mich handhaben will. Und also für mich persönlich, um jetzt ne, auf deine Frage einzugehen mit den 10 Jahren, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir noch 10 Jahre so weitermachen können, weil wir haben da ganz kurz über den, ich meine im ersten oder im zweiten Livestream kurz drüber gesprochen, über diese Sache mit den Veränderungen innerhalb unseres Sonnensystems. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe mich jetzt ja knapp 2 Wochen ferngehalten von sämtlichen Nachrichten und so weiter, aber das, was mir aufgefallen ist, ist die erhöhte Meldung von Asteroiden und Meteoriten, die an uns recht knapp vorbeigezogen sind in letzter Zeit. Und das zeigt ja im Grunde genommen, dass wir in einen Teil des Raumes kommen, wo mehr Schrott drin ist. Und wir anscheinend ja auch magnetischer geworden sind und mehr Schrott davon anziehen. Und was sowas auslösen kann,
Ne, dass da könnte man Geschichtsdokus einfach mal vorführen, aber ne, das ist so ein Punkt. Ich habe das Gefühl, dass der Kosmos uns auch eine gewisse Lektion an Demut erteilen möchte. Und da ist es wirklich wahrscheinlich vonnöten, dass wir etwas Krasses erleben. Und um uns einfach nochmal klarzumachen, dass es sowas wie Sicherheit nicht gibt, solange man auf einem Planeten um einen Stern treibt. Ja, da sind wir dann fast schon in der nächsten Sendung, was mich das gerade antriggert, dass ich dann sagen wollte, also wir sind jetzt im Prinzip sind wir im Thema gelandet, wo wir keine Erkenntnis haben. Also wir werden gleich wieder switchen, weil es geht ja auch darum, dass auch tolle Dinge in unser Leben getreten sind. Aber zum Beispiel die Meditation, den zweiten Lockdown zu verhindern, das ist so. Ich bin so froh, wow, wenn der zweite Lockdown jetzt endlich kommt, weil ich weiß, ja, dann geht es weiter. Also ich würde momentan nichts verhindern wollen, weil ich denke, das ist nicht gut für uns, sondern einfach jetzt in die Augen zu und durch, Augen auf und durch. Aber klar, also das kann, wir können nicht wieder in die alte Normalität zurück. Also so viele Dinge sprechen, also die sollen die Wirtschaft gerne platt machen. Ja, so, das hört sich jetzt blöd an, weil das betrifft nicht. Also es geht ja dann auch darum, dass Menschen wirtschaftlich so am Ende sind, dass sie nicht wissen, wo sie was zu essen herbekommen. Und ich weiß, wie schrecklich das ist. Ich habe das auch gehabt 2018. Also das ist jetzt, das ist aber die Konsequenz auch dessen, dass man das Universum nicht so versteht, wie man es eigentlich verstehen müsste. Ja? Exakt. Weil Fülle genau kommt nicht von dem Job. Das ist Schwachsinn. Das ist, da haben wir uns einfach was einreden lassen und eine Lebensweise aufdrücken lassen. Das ist das Ende der Sklaverei, wenn die Mühlen also einfach stillstehen, ja, wenn die Förderbänder stillstehen, das ist die Ende der Sklaverei und das dürfen wir nicht verhindern wollen, ja, also so, ja, nein, also ich finde es ja gut, nicht. Also wenn man über das Corona-Thema viel weiß und man gegenargumentieren kann und man einfach auch da feststellt, dass das, was uns die Politiker sagen, so nicht ganz richtig sein kann. Witzigerweise, also wie geht's, ist ein bisschen Thema zweite Sendung, gibt es auch immer mehr Politiker, die sagen, Entschuldigung, das geht so nicht, wie wir das machen, ja, das sind alles auch mittlerweile Covidioten, aber da geht es dann in der zweiten Sendung drum. Aber ja, es ist einfach, man muss wirklich gucken, wie es dann weitergeht. Also es ist spannend und nicht eben diesen Stillstand oder dieses, oh, ich will mein altes Leben zurück. Nein, das ist, wir wissen, was wir nicht wollen, das wissen wir ganz genau. Also um es jetzt von dem Kleinen ins bisschen ins Größere zu schieben, wir wissen ja, was wir nicht wollen. Und da können wir doch nicht sagen, also nein, wir wollen jetzt unsere Freiheit zurück. Welche Freiheit? Die gab es auch noch nie. Ja? Nur jetzt ist es deutlich, dass es sie nicht gibt. Jetzt gibt es immer mehr Menschen, die aufstehen dagegen und sagen, hey, nee, also das ist keine Freiheit mehr. Einschränkungen und bla bla bla, aber das hatten wir vorher auch schon. Ja? Also die dürfen mir ja Psychoterror machen, die dürfen mir Briefe schicken ohne Ende, die dürfen dich malträtieren mit ihren Themen, ja, zwingen dich in ihre Bürokratie-Ding rein und wenn du dann sagst, ey, ich habe aber keinen Bock auf eure Demokratie, dann bist du Systemgegner. Das darfst du gar nicht sagen. Also gegen Demokratie darfst du gar nicht sagen. Gegen die amerikanische Demokratie dürfen die Deutschen aber ganz viel sagen. Ja? Das ist völlig in Ordnung. Ja? Also Scheindemokratie und so. Aber bei uns, wenn wir das sagen, also wir haben auch, also Entschuldigung, über die Amerikaner haben wir alle 8 Jahre jemand anders. Ja? Wir haben Kohl und Merkel und dazwischen ein bisschen Schröder. Also das ist Wahnsinn, ja? Was wir Demokratie nennen. Also irre. Ja? Aber ja, das ist, sind Zitat. Wir schon im anderen Thema. Erkenntnis. Was wir nicht wollen, super. Also das haben wir jetzt, glaube ich, auch abgefeiert und abgearbeitet. Wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne über die finanziellen Dinge unterhalten in den Kommentaren. Ich fand eine, um jetzt mal einfach wieder ein Thema Verschiebung zu machen, eine witzige Geschichte. Das war ein arthurianischer Rat. Das war so hintenrum, so richtig so, haben sie uns einen gegeben. Und zwar, dass sie sagen, ganz viele eurer spirituellen Techniken finden sie total interessant. Ja, also unserer spirituellen Techniken. Die aber letztendlich auch abzukürzen wären, weil vieles davon macht dich einfach nur freundlicher und liebevoller. Bringt dich mehr ins Herz. Du könntest aber auch, und das ist ihre spirituelle Technik, das würden sie uns raten, einfach freundlicher und liebevoller sein, dann bräuchtest du das, was dich dazu macht, gar nicht machen, sondern könntest einfach gleich auf die 12 gehen und sofort
das Leben, wie du gerne sein würdest, was eben diese spirituellen Dinge, die du da machst, eigentlich bewirken. Ja? Richtig, das wird ja im Law of One auch immer wieder gesagt, dass das eine ist Technik, das andere ist Herz. Wenn du das Herz schon freigeschaltet hast und damit arbeiten kannst, also wirklich, was wir angesprochen haben mit der Wahrheitsfindung zum Beispiel, ne, damit kann man natürlich auch überprüfen, ob man jetzt mit Warmblüter, Kaltblüter interagiert und so weiter und so fort. Wenn man diesen Energienexus, diesen Energiewirbel freigeschaltet hat und auch damit umgehen kann, also wirklich weiß, okay, ne, wenn sich das so und so anfühlt, erzählt mir die Person gerade Unsinn, ne? Wenn sich das so und so anfühlt, dann ist das wohl wahr. Dann braucht man viele von diesen Techniken nicht. Viele von diesen Techniken sind im Grunde genommen, also im Law of One wird es zumindest so gesagt, viele dieser Techniken sind im Grunde genommen dazu da, um uns in diesen Einklang zu bringen, dass wir entweder in Herzfrequenz kommen oder in die Ruhe kommen, dass wir meditieren können, um in Herzfrequenz zu kommen. Weil im Grunde genommen, also das ist ja auch unser stärkstes elektromagnetisches Feld, das Herzchakra. Und wenn wir damit wirklich anfangen können, umzugehen, also es als Werkzeug auch wirklich zu benutzen, zum Beispiel für Kommunikation, für Manifestation und Wünschen und all sowas, dann würde unsere Welt sehr, sehr schnell viel besser werden. Weil das ist ja auch das Ding, was Marc Passio auch in dem Natural Law Seminar sagte, durch die falsche Frequenzeingabe, da wir die meisten von uns die Realitätsmanifestationsmatrix falsch füttern, bekommen sie einen falschen Output. Sie bekommen immer wieder Variationen von dem, was sie nicht möchten, in verschiedenen Formen, in grün, in rot, in blau und so weiter, dass sie immer, immer präziser wissen, was sie nicht haben wollen. Aber was man begreifen muss, ist, dass das ganze Universum, jedes Lebewesen, was man trifft, sei es jetzt nun der Hund des Nachbarn oder was auch immer, die Biene an der Blume, ist ein Spiegel für einen selbst. So und das ist auch eine dieser Erkenntnisse gewesen, die ganz, ganz wichtig waren für mich selber, einfach wirklich festzustellen, so okay, warum bekomme ich jetzt immer wieder 10-mal das Gleiche in verschiedener Variation angeboten? Und da kam mir dann auch wirklich wieder dieser Gedanke aufgrund einer Geschichte, die mir jemand anders erzählt hat, wo jemand seinen Gegenüber nicht als Spiegel begriffen hat, dass es genau das ist, dass man dann einfach, ne, in sich selber spiegeln muss und einfach in sich selber schauen muss und erkennen darf, okay, ich habe die ganze Zeit nur manifestiert, was ich nicht haben wollte, ich sollte einfach mal mein Denken umstellen, dann kriege ich auch das, was ich haben will. Auch wenn ich das nicht jetzt mal bewusst weiß, was ich mir jetzt wünsche, aber sobald ich in die Schwingung der Liebe gehe, kommen automatisch die Leute und die Dinge auf mich zu, die das Universum gerne möchte, dass ich sie habe. Oder ne, die Gesellschaft, in die und das Universum mich reinbringen möchte. Und das fand ich sehr interessant, da einfach festzustellen, da ich mich auch sehr von Telefon und E-Mails und so weiter zum Beispiel zurückgezogen habe, zu sehen, wer dann auf mich zugekommen ist. Und mir gesagt hat, okay, ne, komm, ne, lass uns mal das machen, lass uns mal das machen und so weiter. Und das war interessant, einfach für mich selber festzustellen, wo, wie sagen, noch Feedback kam, ganz einfach, weil ich inzwischen an so vielen Leuten oder mit so vielen Leuten Kontakt habe und hatte, die mich jetzt nachher nicht unbedingt direkt weitergebracht haben. Es war zwar teilweise sehr, sehr schön im Detail, im Einzelnen, sich selber wiedererkennen zu können mit bestimmten Schwierigkeiten, wenn die anderen Leute ihre Schwierigkeiten erzählen und sowas. Aber es ist ja nun nicht wirklich etwas, was jetzt einen zählbaren Fortschritt bringt. Sagen wir jetzt für mich oder für meine Sendung, für meinen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Aber es war eine sehr erkenntnisreiche Zeit, was mich selber angeht, ne, gerade was Schattenarbeit und sowas angeht. Das hat mich wirklich immens viel weitergebracht. Und ich gehe davon aus, dass, wenn ich demnächst meine Entscheidung getroffen habe, wie ich das mache mit Geld verdienen und ne, ob Geld verdienen oder all sowas, dass das dann auch sehr gut klappen wird. Ja, und da mache ich mir keine Sorgen über die bei dir. Du hast da noch ein bisschen Zeit, bis das so aufläuft wie bei mir. Also, ja. Du kannst nämlich einfach mal selbstständig sein oder dass jemand mitbekommt und dann kannst du da so, weil du hast ja so Zeit verzögert. Also man kann ja 2 Jahre später als Selbstständiger auch die Steuer nachreichen, ne?
Ja. Dann geht's halt los. Das machen manche, also als ich Videoeditor war, also noch für Medien und Fernsehen gearbeitet habe, da haben den Fehler in Anführungsstrichen manche gemacht, weil nämlich dann tatsächlich genau das passiert, was ich gerade eben erzählt habe. Also du verdienst relativ viel Geld, behältst es irgendwie so auf deinem Konto, gibst es ein bisschen aus, hast dann noch ein bisschen was und irgendwann sagst du der Steuer, ich habe so und so viel Geld verdient. Dann ziehen die das ein, was sie wollen, und dann ist aber schon die nächste Steuer wieder fällig, die Vorauszahlung, und dann hast du gar nicht genug. Dann geht's schon los mit Pfändung, weil du einfach nicht sofort gesagt hast, würdest du jetzt zum Beispiel ein sehr exponentiell steigendes Geschäft haben, was bei dir ja zum Beispiel auch der Fall wäre, könntest du das ganz locker nehmen, weil am Anfang würdest du wahrscheinlich eher ein bisschen draufzahlen oder du würdest so lala zurechtkommen und dann würde das immer erfolgreicher werden und dann könntest du locker mit den Gewinnen auch die alten Steuern bezahlen. Also das interessiert die dann auch nicht. Ja? Nur wenn du halt sehr viel Geld am Anfang verdienst und dann wird es weniger, dann hast du mit der Steuer Riesenprobleme, ja? Weil die dir nichts mehr glauben. Also das ist leider so. Ja? Ja, es muss Richtig, ja. immer Wirtschaftswachstum geben. Ja? So ist unser ganzes System ja ausgelegt. Aber Aber nochmal, eins. also würdest du sagen, also da kommen zwei Dinge, also das würde ich mich jetzt einfach entscheiden zu sagen, ja, hör jetzt auf mit Meditieren, ich höre jetzt auf mit Affirmationen, ich gehe jetzt einfach raus und grüße jeden Menschen. Also so, mir kam dann so dieser Crocodile Ja. Dundee, wenn ihr den Ja. alten Film noch kennt, wo der Typ, der einfach aus dem absoluten Outback, wo er jeden kennt, weil irgendwie 15 Leute sind in einer Bar und die sind seit hunderten Jahren in der Bar, also die kennt man einfach, kommt er in New York und grüßt erstmal ihn, ja, wir sehen uns nachher noch, hey, wie geht's dir? Und die so, was ist mit dem los? Aber natürlich total freundlich und total aus dem Herzen. Also würde man anfangen, diese Dinge zu machen, wäre das nicht eigentlich sogar zielführender? Und dann wäre es noch das andere ist natürlich, sage ich mal jetzt, wir haben ja einiges gemacht und wir werden vielleicht uns würde diese Freundlichkeit recht leicht fallen. Andere müssten sie vielleicht imitieren. Und es ist die Frage, also dann ist es die nächste Frage und das ist eine aktuelle Erkenntnis, die jetzt hier gerade entsteht. Ist Imitation, führt Imitation nicht irgendwann dann auch zu einer Manifestation dieser Charaktereigenschaft? Also würde ich jetzt zum Beispiel immer nur so tun, also das hört sich jetzt falsch an, ja, aber man würde ja überzeugt sein davon, dass man jetzt, okay, ich habe jetzt entschieden, ich bin jetzt freundlich, ja, ich grüße jetzt jeden Menschen, den ich sehe, ja, auch überschwänglich, vielleicht sogar mit einer kleinen Tanzeinlage, so, dass er sich nicht erschreckt oder so, aber ihr versteht, wie ich es meine. Also das ist, aber natürlich müsste ich mich dazu bemühen, dass es auch wirklich freundlich wirkt und es wäre nicht ganz echt, aber ich würde mich bemühen. Würde das nicht dann dazu führen, dass ich einen natürlichen Fluss bekomme und dann die Herzöffnung automatisch auch dadurch entsteht? Kann sein. Es kommt auf das Umfeld an, denke ich. Und das ist ja auch genau der Punkt. Also klar würde es eine Menge bringen, wenn wirklich, also sagen wir mal, wenn die Hälfte von uns einfach jetzt ab morgen jeden, wirklich jeden, der hier über den Weg läuft, einfach mal in den Arm nimmt und sagt, ey, ne, schön dich zu sehen und ne, schön, dass du da bist. Die Corona-Zeit, da würden 60% der Genau, erstmal vielen Menschen, lieben also Dank, ja. nur mal so, nur um es kurz einzuwerfen, weil es so krass ist, ich habe die Statistik erst gehabt, 66% unterstützen angeblich diese Maßnahmen, 18% wollten sie sogar noch härter haben und sagen, die Maßnahmen sind nicht ausreichend. Wenn du jetzt am See, wie ich, lang gehst, so, wo du schon siehst, dass das Paar schon mehr als 1,5 Meter auseinander geht und du würdest jetzt ich weiß nicht. Also da muss ich sagen, das fand ich sehr interessant, dass es mir letztes Jahr nee, das war genau, Anfang diesen Jahres war das, dass die holländische Regierung in einer offiziellen, also eine offizielle Empfehlung ausgesprochen hatte, dass man für diese längere Quarantänezeit sich ein Knuffelmartje und ein Sexbuddy zulegen soll. Das heißt, ein Knuffelmartje ist also ein Kuschelpartner und ne, das andere kann man sich ja denken. So, und ne, das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Das war eine Empfehlung und das habe ich auch, also ich habe mir das gebookmarkt, aber ich meine, dass mein Rechner seitdem auch schon wieder abgeschmiert ist. Aber das fand ich zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis, weil im Grunde genommen, das ist mal ein kluger Ratschlag von einer Regierung. Weil im Grunde genommen, also ne, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kuschelpartner und deinen Bettgefährten beisammen hast und ne, du dir auch halbwegs sicher sein kannst, dass die jetzt nicht unbedingt ne, Ansteckungsprobleme kriegen und sowas, dann bist du damit safe. So, und das ist ja auch genau der Punkt zum Beispiel, dass ne, auch ein Thema Erkenntnisse, was wir am Anfang angesprochen haben.
Ich hab sehr mit diesem Spruch hadern müssen aus einem der schlechteren Star Wars-Filme. Du gewinnst nicht, indem du zerstörst, was du hast, sondern indem du rettest, was du liebst. So, und das ist zum Beispiel so ein Ding gewesen, da musste ich halt auch für mich selber einfach mal wirklich komplett umdenken und sagen, okay, gut, wie weit kann ich mein Herz öffnen, um, wie sagen, ne, wen kann ich da alles mit reinpacken, dass ich wirklich so viel Fürsorge und so viel Kraft und Energie aufbringe, dass ich zusehe, dass diesen Leuten nichts passiert. Zum Beispiel, und dass ich sie sicher in die neue Zeit bringen kann. Und ja, ich denke, dass diese Angstschiene, die ja vom Deep State oder sagen wir von der, ne, vom DS, sagen wir einfach mal, ne, gewollt ist, kann man ja auch als ne, Dark Side sehen, ist ja im Grunde genommen eine Trennung. Das heißt, sie wollen ja nicht zum Beispiel, und das ist etwas, was mich bei der letzten Konfrontation mit jemandem sehr, sehr aufgeregt hat, ist, dass manche Leute anscheinend nicht einmal den Grips haben zu begreifen, wie hart diese Einschnitte in ihre Grundrechte gehen. Also man kann sich nicht mehr mit 100 Leuten einfach in der Halle treffen und beim Bierchen mal eben, keine Ahnung, ne, die neuesten Aluhut-Design-Vorschläge zum Beispiel diskutieren. Es geht einfach nicht. So dürfen wir nicht. Wir müssen alle mit Sabberlands rumlaufen. So, und ne, das ist ja auch zum Beispiel so ein Ding. Ich fand das letztens wirklich erschreckend, wo ein Pärchen, also ich habe ein Pärchen gesehen, ein junges Pärchen, wo beide einen Sabberlatz trugen in der Stadt. So, und also draußen, wo man nicht hätte tragen müssen. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist ein starkes Zeichen dafür, wie ängstlich und paranoid diese Leute sind, Wir sind im ganz Grunde tief genommen. in Corona schon drin. Wir sind wirklich dann da in der Ganz zweiten schlimm. Sendung, weil das ist die nur so viel, das ist die Empfehlung mittlerweile. Man soll auf öffentlichen Plätzen jetzt Maske tragen. Das ist jetzt geht's rund. Also das ist nur mal so. Also der zweite Lockdown wird noch viel witziger als der erste. Auf gut Deutsch, ja. Also, okay, aber das. Wir haben ja auch beim Nochmal zu Karneval. der Imitation. Also, weil ich habe sowas schon mal, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber über Charlie Chaplin. Ja? Charlie Chaplin war irgendwie so auf einer Party und dann hat er diese Opernsängerin, die, also sie waren auf einem Opernkonzert und Backstage oder auf der Party danach hat er diese Opernsängerin imitiert und hat so gesungen. Und das war wunderschön. Und das war, im Prinzip geht's darum, ob nicht dann irgendwann die Imitation, ja, zu einem Wechsel führt. Also wirst du das dann nicht irgendwann. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, und das wäre bei Freundlichkeit, bei Menschlichkeit einfach eine schöne Sache, wenn wir uns einfach vergegenwärtigen, dass wir auch erstmals anfangen einfach und sich's komisch anfühlt. Ja? Ich meine, ich muss mich da wirklich auch am Krawattel packen, weil wenn ich um den See marschiere mit meinen Affirmations- Genau, also du kannst ganz gut imitieren, ja, also genau. Manchmal, wenn ich dann wirklich jemanden kenne, weil ich da auch die Hunde ausgeführt habe, jetzt im Frühjahr diesen Jahres, wo man das noch alles durfte, dann geht die Sonne auf, dann grüße ich auch ganz lieb, aber ansonsten gehe ich halt einfach so konzentriert an den Leuten vorbei, will auch niemanden stören. Ja, weiß der auch nicht, gerade ich habe es ja beschrieben, dann geht ein älteres Ehepaar, die gehen sowieso schon irgendwie in einem großen Abstand, dann weißt du schon, okay, alles klar, da ist richtig Angst und dann willst du nicht auch noch mehr Angst machen und hältst dich halt zurück. Und dann ist am See natürlich noch eine spezielle Situation, dann bist du ja, ich bin relativ angezogen, ja, ich gehe da nicht mit nacktem Oberkörper durch die Gegend und dann sind halt dann auch ganz viele Bikini-Mäuse oder einfach auch mal Leute oben ohne. Und dann bist du auch nicht so, dass du halt dann irgendwie so rumläufst, ja, wie schaut die aus? Wärst genauso, sondern du versuchst auch wirklich deutlich nicht als Spanner da aufzufallen. Also auch eine total, also eine ganz verdrehte Political Correctness, die da in mir auch vorgeht. Also was das auch da komplizierter macht, dass du jetzt einfach, würde ich jetzt da jeden, der da vor mir liegt, an dem ich dann mit barfuß im Gras, das ist ja das auch das Komplizierte, ich muss ja den Weg verlassen dann und gehe dann auf dem Gras und dort, wenn es dichter belegt ist, muss ich mich dann am Rand halten, aber auch dann ist es schon recht knapp. Wenn ich da jetzt auch noch die Leute begrüßen würde, würde ich sie, glaube ich, deutlich in ihre Privatsphäre anstupsen, das wäre gut, weil sie dann merken, der tut mir ja nichts. Aber erstmal gibt es etwas in mir, das sich da
dem widersetzen würde. Aber das ist jetzt nur so ein ganz konkretes Beispiel. Gibt ja auch viele andere Dinge, die man imitieren könnte und erstmal so, erstmal heilig tun könnte. Und was würde dann mit einem passieren? Ja? Würde man das dann werden? Also ich glaube ja. Also dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass man dann sich verändern kann über... Natürlich muss man es auch wollen. Also man macht es ja nicht einfach nur als Experiment und übermorgen versuche ich dann zu allen böse zu sein, sondern man würde ja selbst damit auch sich helfen wollen. Ja? Und ich glaube, dann ist es eine große Chance, dass man sich dadurch gut verändern könnte. Und das war so die Erkenntnis. Also wenn ich mich hinsetze, meditiere, um mehr ins Herz zu kommen und liebevoller zu sein, könnte ich doch einfach auch rausgehen und einfach zu den Menschen freundlicher und liebevoller sein. Und wahrscheinlich würde ich damit auch noch mehr bewegen, weil ich mehr Impulse gebe. Weil wenn ich hier sitze und mein Ding mache, kriegen es energetisch, kriegt man es mit, aber nicht so, dass ich sie bewusst beeinflusse. Ja? Und das würde man halt mit Freundlichkeit und mit Herzlichkeit macht man es eher. Ja? Also zum Beispiel im Supermarkt bin ich schon wieder ein bisschen anders. Also an der Kasse rede ich mit den Leuten, ganz witzigerweise. Ja? Wenn dann mir ein freundlicher Spruch einfällt oder so, was Lustiges, dann ist da auch sofort das Eis gebrochen. Und das mache ich ganz gerne. Ja? Ist nicht immer, aber es ist relativ häufiger. Ja? Nur am See, da bin ich ein bisschen anders unterwegs. Ja, also natürlich kann man sich dadurch zum Beispiel eine neue Verhaltensweise und sowas angewöhnen. Und im Grunde genommen ist das ja auch in gewisser Art und Weise unser aller Aufgabe. Bei den meisten von uns ist es aber noch einfacher. Wir können uns einfach daran zurückerinnern, wie es früher mal war. So, wenn du jetzt einfach mal, keine Ahnung, 40 Jahre zurückrechnest, einfach mal und dich zurückerinnerst, wie es damals war, keine Ahnung, wo du 5, 6, 10, 12 Jahre alt warst, da war das automatisch so. Wenn jemand an dir vorbeigelaufen ist und keine Ahnung, ihm ein Taschentuch aus deiner Hosentasche gefallen ist, natürlich hast du es aufgepickt und bist hinterher gelaufen und hast ihm das in die Hand gedrückt. So egal, ob das ein Kerl oder eine Frau war. So, und im Grunde genommen waren, ich sage jetzt einfach mal, die meisten von uns ja so. Es wurde uns nur abtrainiert aufgrund von dem Dienst an Mammon. So, ne, weil da halt Ellbogen zählt und ne, jeder für sich und denk erstmal an dich selber und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, das ist ja auch so der Punkt, da hatte ich auch zum Beispiel gestern noch mit den Jungs drüber gesprochen. Wenn wir hier eine Party machen ein Grillfest, 10, 12 Leute hier, ne, saufen, essen etc. pp., sind guter Dinge und scherzen und lachen, dann muss nur eine Mami mit einem Kinderwagen an uns sozusagen vorbei, ein Kind, ihr vorbei, Kind, schreiendes Kind vorbeischieben, ihr weinendes, und ne, die Stimmung ist im Arsch. Das ist einfach so. Ich meine jetzt, ne, kein Vorwurf oder so, bitte nicht, ne, missverstehen, aber das Leid eines Einzelnen kann unser aller Freude ruinieren und negieren. Und das ist halt im Grunde genommen unsere Aufgabe, jetzt nicht unbedingt zuzusehen, ne, dass wir hier die ganze Zeit, ne, super happy sind und so. Natürlich auch. Ne, je besser es dir selber geht, je mehr du Liebe und Freundlichkeit und sowas ausstrahlen kannst und Hoffnung und Zuversicht und so weiter, desto besser. Aber im Grunde genommen, ja, also ne, ich schätze, dass noch eine ganze Menge passieren werden muss in dem Bewusstsein der Menschen. Und ich meine das jetzt in dem Sinne, dass, wie du sagtest mit dem zweiten Lockdown, dass etwas passieren muss, dass die Daumenschrauben noch härter angezogen werden müssen, dass es uns insgesamt noch zu gut geht, als dass die Leute wirklich, wirklich anfangen, Sachen zu hinterfragen. Und ich denke, dass es jetzt so langsam in diese Zeit geht, dass die Leute dazu genötigt werden, vor allem, wo das ganze Fernsehprogramm und so weiter natürlich sich jetzt noch mehr und mehr wiederholt und teilweise Kapriolen schießt, die man nicht für möglich hält. Ja. Aber ja. Lass uns mal dabei. Dann habe ich noch so einen Impuls bekommen durch auch ein Channeling, das ich vorgelesen habe. Und zwar war es, die Erde wird dem Menschen wiedergegeben vom Lichtweltverlag, Jan-Johannes Kassel. Und da wurde mir wieder klar, dass ich wirklich, ich muss nicht so tun, als ob ich allheilig wäre. Sondern ich habe mich jetzt entschieden, zum Wohle der Menschheit zu agieren. Ja? Also ich habe zum Beispiel in meinen Gebeten manchmal so, ja, alle Wesen, ja, eingeschlossen. Und das mache ich jetzt nicht mehr, sondern ich mache jetzt wirklich explizit alle Menschen. Natürlich
sehe ich auch das große Ganze. Ich weiß auch, dass die dunklen Außerirdischen hier Quellwesen sind. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wir haben uns auch schon manchmal so ein bisschen festgebissen an der Geschichte, so, wie sollen wir die denn loswerden? Ja, so, ja? Oder, aber ich würde schon mal begrüßen, wenn wir uns erstmal als eine Menschheitsfamilie erkennen würden. Und ja, als diese agieren würden, und das reicht erstmal. Also darüber hinaus, man muss eben nicht heiliger sein, als man kann. Ja? Also wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass manche denken, sie wären hier schon komplett 5D. Okay. Ja, okay. Ja. Nein, sind sie nicht. Ja? Und wir können noch nicht komplett aus unserer Haut. Also es wäre schon mal gut, wenn der, und das ist sehr schön in dem Text auch, der Planet ist für die Menschen da. Ja? Die anderen sind jetzt mal hier, man muss natürlich mit ihnen irgendwie umgehen, aber im Prinzip ist es so, dass man die, dass man auch vertrauen kann, dass die auch wieder gehen. Ja? Was auch passieren wird, das wird über, wir haben schon darüber geredet, über die Schwingung passieren, über auch, dass sie halt eben das gar nicht aushalten. Also die werden uns auch verlassen. Also wir haben auch schon Texte gehört, die so ein bisschen wild spekulativ sind, dass eben die schon ihre Flucht planen, dass der zweite Lockdown damit sogar zu tun haben kann. Also darüber haben wir auch schon was gehört. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich halt auf diese Dinge nicht als 100% Information verlässt, sondern dass man es mal gehört hat und sagt, okay, aber es geht scheinbar auch darum, dass da getrennt wird. Ja, wir sagen ja, wir sollen nicht in der Trennung sein, aber ich habe mich dazu entschieden, das jetzt schon zu trennen. Ja. Ich bin hier für die Menschen und nicht für die Drakos. Punkt. Ja. Ja? Und wie gesagt, das große Ganze zu sehen, gerne. Aber was wir jetzt hier zu bewältigen haben, ist eigentlich die Probleme für die Menschen zu lösen. Ja? Weil exakt, dann könnte man sagen, okay, das ist ja der nächste Gedanke. Ah ja, wenn das jetzt so normal ist für einen Draco, dass er Menschenblut trinkt oder dass er Menschen isst, dann müssen wir ja Menschen abstellen, damit die auch ernährt werden. Ne? Und das ist ja klar, dass man das wahrscheinlich nicht machen würde. Ja, also ja, ihr könnt gerne so weitermachen. Ja, nein, weil und dann ist man wieder, dann kann man auch wieder dieses Vertrauen in die Menschheit haben, dass der Mensch nämlich, da streifen wir das Thema von gerade eben, nämlich im Herzen freundlich ist. Dass er eben einfach dieses Wissen hat, dieses tief verankerte Wissen, was gut und was böse ist. Und wenn er das wieder leben darf, weil er aus diesem Schuldensystem draußen ist, aus diesen Ängsten draußen ist, aus den Existenzängsten, dann sind das nämlich, glaube ich, ganz nette Leute, die da draußen so rumrennen. Und ja, für die mache ich das gerne. Aber das war ein wichtiger Text für mich, der ist nochmal so, nochmal eine Schicht abgetragen hat und für mich die Erkenntnis getan hat, nein, ich muss nicht alle in jedem Moment lieben, ich kann auch einfach mich mal jetzt auf die Menschheit konzentrieren, und der Arcturianische Rat redet auch immer von Menschen, ja? Er redet von der Menschheit, er redet nicht von allen Wesen, die gerade auf dem Planeten leben. Warum soll ich jetzt spiritueller in Anführungsstrichen als der Arcturianische Rat sein? Ich glaube, ich muss ihn nicht, ja. Also 9D, ja. So. Ja, du hast dir was vorgenommen, da auf jeden Fall. Ja, nee, das machen wir so nicht. Nee, du hast absolut recht. Also im Grunde genommen, also das ist ja auch zum Beispiel diese Erkenntnis gewesen mit dem rette die Leute, die du liebst. Das heißt, im Grunde genommen, ja, ne, die Prämisse auch zum Beispiel meiner Arbeit und meines Verhaltens wird sich jetzt natürlich dann dementsprechend ändern, dass ich zwar weiterhin bestimmten Leuten, sage ich jetzt mal, ne, die Grenzen aufzeige, aber ich werde natürlich mich auf der anderen Seite natürlich viel stärker öffnen, um, wie es so schön, da hat mir jemand auch einen sehr schönen Denkanstoß gegeben. Ich habe immer versucht, sag mal, das Glück an mich heranzuziehen. Und da habe ich eine neue interessante Idee bekommen, dass durch Bewegung zum Beispiel ich das einen Sog erzeugen kann, indem ich das anziehen kann. Weil bisher hat das nicht so wirklich gut geklappt mit dem Glück anziehen und so weiter. Ich meine, okay, gut, klar, natürlich kann man bestimmte Sachen bestellen oder manifestieren und so. Aber es war nicht, sag mal, dieser Automatismus-Effekt, den ich
im Grunde genommen gerne erreichen wollen würde. Und davon, da habe ich einen sehr schönen Hinweis auf Viktor Schauberger bekommen, der ja auch das Buch Ihr bewegt falsch geschrieben hat. Und ne, da kam dann auf diese Sogwirkung zu sprechen. Und genau das, das war jetzt zum Beispiel auch so ein Ding, die Erkenntnis mit diesen natürlichen Gesetzen, dass ich mir Beispiele überlegen muss, wie die jeder aus seinem eigenen Leben kennt, womit ich den Leuten sozusagen einfach nochmal verdeutlichen kann, wie diese unsichtbaren Gesetze wirklich greifen und wirklich einen reellen Effekt in ihrem Leben haben. Wie wir letztes Mal ja auch zum Beispiel über Karma und sowas gesprochen haben. Denn jetzt zum Beispiel ne, mit dem Wind, das ist ja ähnlich. Wind kannst du im Normalfall nicht sehen, außer wirbelt Staub oder Sand oder sowas auf. Dann kannst du ihn sehen, aber du kannst den Effekt an einer Fahne oder an sowas sehen. Und diese Effekte möchte ich jetzt zum Beispiel für mich selber einfach mal ein bisschen zusammensammeln, um den Leuten das einfach nochmal klar zu machen, dass diese Dinge wirklich greifen. Und was du sagtest hier mit dem, ne, du musst nicht für die Draco da sein, so dann ne, unterschreibe ich, bin ich mit dabei. Allerdings wurde mir da zum Beispiel, was Thema Geld angeht, ein sehr interessanter Hinweis gegeben. Ist der Schöpfer nicht auch in diesem ganzen Geldsystem und so weiter drin? Auch wenn es von schlechten Wesen geschaffen wurde. Aber es ist jetzt zurzeit ja gerade mal sozusagen der Ist-Zustand. Und im Grunde genommen, also ich stimme dir absolut zu, ne, das wäre mein, boah, ich glaube, ich würde mir ein Jahr lang auf die Schulter klopfen, bis es staubt. Ne, wenn wir es schaffen würden, das ganze Geldsystem einfach abzuwerfen. Aber ich schätze, dass da noch einiges an Vorarbeit zu tun ist. Und ich bin mal gespannt. Also ich schmunzle jetzt einfach mal so, weil die nächsten beiden Vierporn Daumenschrauben, die treffen uns beide ja nun gar nicht. Also ne, das Bankwesen zum Beispiel, also das geht mir halt. Also, ne, klar werden die Sparkassen überleben. Ich meine, sie müssen ja irgendwann noch ihre ne, Copyright-geschützten Euronoten unter das Volk bringen. So, aber ich meine, auch die Wirtschaft, was du angesprochen hast und so, ja klar wird das dann eine Menge Leute treffen, die dann arbeitslos werden. Aber ich meine, okay, Herr Amazon sucht doch noch 100.000 Leute. Aber im Grunde genommen ist es doch auch gut, weil wir wissen doch schon, wir arbeiten doch schon seit 20 Jahren zum Beispiel daran, Robotern mehr und mehr Arbeitsbereiche unseres Lebens sozusagen zu übergeben. In Japan ist es ja zum Beispiel sehr, sehr weit, auch mit diesen ganzen Robotern in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen und so weiter und so fort. Und im Grunde ist es eine prima Idee, das so zu tun, weil wir können, also wir Menschen können unser Potenzial sicherlich besser verwenden und vor allem halt meines Erachtens mehr im kreativen Bereich, kreativ-künstlerischen Bereich, als stumpfe Wiederholung von Arbeitstätigkeiten. Also ne, die Sachen in den Karton zu packen zum Beispiel, kann ein Roboter definitiv besser. Und niemand von uns will das machen. Ne, scheißegal, wie gut das bezahlt. Aber dein Beispiel war gerade Altenbereich, da hatte ich sogar kurz so hoch, da haben sich mir die Haare zu Berge gestellt, weil es gibt natürlich mechanische Dinge, die man da vielleicht abgeben könnte. Aber das Zwischenmenschliche ist genau das, was eigentlich in den Altenheimen so abgeht, weil auch das Personal zum Teil nur noch wie Roboter arbeitet dort. Ja. Also meine Oma ganz konkret, die ist leider jetzt ins Altenheim gekommen, gebracht worden, muss man leider sagen. Die hat davor mit ihrer Freundin eigentlich noch ein wunderbares Leben gehabt. Allerdings war es sehr anstrengend für ihre Freundin. Also sie hat schon, die hat schon ackern müssen und meine Oma ist eigentlich blind mittlerweile. Und jetzt hört sie auch nicht mehr so gut. Jetzt wird es dann langsam schwierig, aber es geht noch. Ich habe mit ihr einfach immer noch ganz wunderbare Telefonate geführt. Jetzt ist er da aber im Altenheim und ja, da ist im Prinzip jetzt zum Sterben abgefrachtet worden. Und du kannst, also die Menschen dort haben auch diese Dienstpläne und also einfach die wenigen Menschen, die dort so viele versorgen müssen, haben überhaupt nicht die Zeit, sich um diese Menschen zu kümmern. Das wäre aber, das kann man Robotern nicht übergeben. Man kann vielleicht denen das erleichtern, zum Beispiel jetzt nur so als Beispiel. Meine Oma würde wahrscheinlich immer noch mit ihrer Freundin zusammenleben, hätten die das Problem nicht gehabt, dass meine Oma nachts mehrmals aufgewacht ist und auf die Toilette musste. Ja? Das war für die andere Dame, die gerne durchgeschlafen hätte, halt Psychoterror. Ja? Ja. Und hätte es zum Beispiel da jetzt eine Robotermöglichkeit gegeben, ja? Das wäre easy gewesen, ja? kein Problem. Dann hätten die weiter ein schönes Leben, weil es waren eigentlich diese körperlichen Anstrengungen,
die dieses super tolle Zweierteam dann auseinandergerissen haben. Ne? Sehr, sehr dramatisch genähert, gehe ich nicht drauf ein, aber sind eigentlich alle aufeinander böse mittlerweile. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber ja, klar, also da gibt es schon Erleichterungen, also weil es einfach auch ums Heben geht. Ja, das ist einfach ein Mensch, der die Kraft nicht mehr hat, aufzustehen, wiegt unfassbar viel. Ja? Also müsste einfach mal eine 50-Kilo-Scheibe im Fitnessstudio, wenn es sowas überhaupt gibt, ja? Oder einfach mal eine Hantel, wo da 50 Kilo insgesamt mal hochheben. Ja? Das ist ein richtig krasses Gewicht und das sind jetzt dann sehr dünne, kleine Personen, ja, da ist schon nicht mehr viel dran, aber wenn, es gibt ja auch ältere Herren und Männer, die dann mit 120 Kilo dann vielleicht im Bett sind und bettlägerig sind und es schwer haben aufzustehen, ja, das ist Schwerstarbeit, das ist Wahnsinn, das wäre natürlich schon gut, wenn es da technische Hilfen geben würde, aber insgesamt hast du natürlich recht, also Förderband am, also als man es gesehen hat, und wir haben es ja sehr plakativ vor Augen geführt bekommen, eben dann wieder Charlie Chaplin mal, der berühmte Film, immer nur die Bewegung gemacht hat, völlig territari, ja, bei der schönen Revolution, ja, der Industriellen. Und das ist natürlich Blödsinn, was wir da schon die ganze Zeit machen. Die sind so präzise, die Roboter, die machen auch dann keinen Fehler mehr. Ja? Also es ist einfach, ja, Schraube da, Schraube rein. Ja. Beim Menschen musste man noch schauen, hat er die Schraube jetzt wirklich da reingedreht oder nicht? Und ja, den kann man so programmieren, dass er es macht. Und wenn er es nicht gemacht hat, warnt er einen, ja, weil die Schraube nicht da war oder was. Also easy. Ja. Und es ist sogar so, also dass das auch immer mehr stattfindet, die Digitalisierung, dass sogar der Zweig, der am meisten kritisiert worden ist, weil er so viel outgesourced hat, eben die Kleidungsindustrie, holt immer mehr die Produktion zurück, weil man das jetzt mittlerweile mit Robotern einfacher machen kann. Ja? Easy. Okay. Ja, also gerade Japan, das hat unglaubliche Fortschritte gemacht, was diese Robotik-Thema angeht. Und gerade jetzt zum Beispiel, ne, was du sagtest mit den schweren Hebearbeiten und so. Also da gibt es eine Variante, die mich selber beeindruckt hat. Also die ist, glaube ich, knapp 1,20 Meter groß. Das ist halt einfach so sieht aus wie ein Mensch, der so einen Einkaufswagen vor sich her schiebt. Ja, aber da gibt es eine Hebebühne schlicht und ergreifend, wo zum Beispiel eine Person sich darauf rollen könnte, beziehungsweise man auch sie sozusagen wie mit einer Schaufel sozusagen transportieren könnte und so weiter. Und man hat natürlich auch dann, da das dann über Hydraulik und sowas läuft, hat man da also massive, man könnte 5 Leute da drauf packen, ne, und mal eben zeitgleich Richtung und Kantine fahren oder sowas. Das ist nicht das Thema. Und ich möchte es auch jetzt nicht unbedingt ersetzen, sondern einfach ergänzen, da, wie du gerade ja schon sagtest, also die meisten Leute im Pflegebereich sind wahrscheinlich massiv überfordert und kurz vorm Burnout. Und genau da wäre zum Beispiel halt auch, sag ich mal, ein freundlicher Mitarbeiter, den man beauftragen kann, was immer zu tun, was man möchte, ohne dass der jetzt anfängt rumzuzicken oder zu diskutieren. Also ne, beim Roboter zum Beispiel, wäre das sehr praktisch. Weil dann kannst du jederzeit sagen, okay, ne, hol mal eben das und ne, mach mal bitte hier, da. Und der vergisst dann auch nicht. Der macht das dann auch alles. So, und das ist zum Beispiel ein riesen Vorteil. Und ich meine, dass die Japaner auch zum Beispiel so ein System entwickelt haben, dass man zum Beispiel, wenn jemand an einem PC, in der Zentrale sitzt, dass der dann sein Bild sozusagen in den Monitor des Roboters reinprojizieren kann, beziehungsweise der Roboter reproduziert das einfach, dass man wirklich sozusagen, so wie wir beide jetzt miteinander kommunizieren, dass dann halt die Person sozusagen das Gesicht von der Person an der Zentrale in diesem Roboter sieht und sich dann auch wirklich mit dem unterhalten kann. Also dass es dann wirklich einen Live-Kontakt gibt, sozusagen per Telefon, Funk oder wie auch immer. Ja. Wobei natürlich, also bei der sind wir schon ein bisschen im Gesundheitssystem und auch es sind ja ganz viele Sachen verdreht. Also das heißt, es gibt wahrscheinlich, wenn wir das alles auf die Reihe bekommen, gar nicht mehr so viel bettlägerige Personen, die nicht mehr wissen, wer sie sind, wo sie sind, sondern wir gewinnen unsere Selbstständigkeit zurück. Also wahrscheinlich ist es dann gar nicht mehr so ein großes Thema, es ist wieder so ein Thema des Übergangs wahrscheinlich. Und jetzt wäre halt da Not. Aber wenn wir alles auf die Reihe kriegen, wieder befreit sind und auch wieder Wissenschaft wieder wirklich Wissenschaft ist und Naturheilung auch wirklich wieder Heilung ist, dann sind viele Dinge relativ schnell, glaube ich, aus der Welt geschafft. Einfach nur dadurch, dass die Menschen gesund sind. Ja? Weil wenn sie gesund sind, aufrecht gehen können, dann können die ganz viel machen bis ins hohe Alter. Ja? Und wenn das mit dem Alzheimer und diese ganzen
Mental Breakdowns, die da mit eine Rolle spielen, wenn wir das auch im Griff haben, ist es einfach auch nicht mehr so das große Thema. Wir hatten vorher noch, es sei denn, du willst jetzt dazu noch was sagen? Nee, also da, ich gebe dir absolut recht. Also vieles von den, sagen wir mal, ne, mentalen Geschichten und so weiter geht ja auch auf diese körperliche Vergiftung zurück. Aluminium etc. pp. Genau. Und das ist ja auch leider durch Fahrlässigkeit, sagen wir mal, durch uns. Und da gibt es auch schon Forschungen, dass man es rückgängig machen kann. Weißt du, so Alzheimer war also immer unheilbar, da gibt es schon Dinge, an denen experimentiert wird. Aber weil du es vorhin gesagt hast, so Star Wars, wir reden ja ganz häufig über diese Dinge, ja. Ich habe jetzt, weil ich da auf dem Crosstrainer, weil mir da langweilig ist, da lasse ich oft den Fernseher laufen, irgendwie auch viel zu laut, aber da laufen halt irgendwie so diese Superheldenfilme eher. Und was mir aufgefallen ist, so abgesehen davon, dass es den einen oder anderen wirklich tollen Spruch gibt, ja, ich muss auch immer irgendwie weinen bei Filmen, das ist einfach so, wenn irgendjemand gerettet wird, der rettenswert ist oder wie auch immer. Aber alles wird mit Schlägereien gelöst. Also im Prinzip ist jeder Superheldenfilm immer ein riesen, ist ein Bud Spencer-Film, ja, in modern. Du regelst im Prinzip alles, sogar der letzte Star Wars-Film, worum es darum geht, den darfst du jetzt nicht töten, ja? Weil wenn du ihn tötest, bist du auf die dunkle Seite, ja? Dann wird der durch die zwei, die dann irgendwie so als Paar, ja, so Energie abgeben können, wird der wieder kräftig und dann darf man ihn doch töten, ja? Also, wo du sagst, alter Schwede, ihr seid einfach so kirre. Und das ist wirklich so, so wird uns suggeriert, dass die einzige Lösung ist eigentlich Gewalt. Und das ist auch so ein bisschen in dieser spirituellen Szene drin. Also, dass man, also ich spreche, das ist jetzt ein scharfes Thema, ich weiß es, weil wir reden dann über Mark Pessio, der halt irgendwie ja, sich schon bereit macht, irgendwie alle zu erschießen, wenn jemand durch seine Tür kommt, der da nicht reinkommen darf. Ich glaube aber wirklich, dass nicht, dass das die Lösung ist, sondern ich glaube wirklich, dass das diese Hollywood-Produktionen absichtlich niemals einen Film so enden würden, dass man jemanden bekehrt, ja? Palpatine heißt er, glaube ich, bei Star Wars. Mhm. Der muss sterben. Das ist der Böseste der Bösen. Ja? Niemand würde ihn bekehren. Also der darf nicht weiterleben. Ja? Weil wenn er weiterlebt, gibt es den nächsten Teil. So ungefähr. Wobei, sie haben ihn ja eh schon wieder hervorgekramt. Alle müssen so sterben. Ja? Ich meine, interessant war noch, vielleicht jetzt, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, ich hoffe, ich langweile euch nicht, im letzten Avengers-Film, ja, da war das Interessante, dass er eigentlich den Bösewicht sofort töten. So. Ja, ich meine, kurz ist natürlich schon passiert einiges, die haben die Zeitreise erfunden irgendwie so oder sind da dran und dann, nee, sie finden, haben sie ihn nicht erfunden, sondern sie erfinden den einfach nur und dann bringt der Thor ihn einfach um, ja, so nach dem Motto, das war jetzt einfach fällig. Ja. Aber danach entsteht ja doch der Film und dann müssen sie den natürlich wieder besiegen, weil er auch eine Zeitreise macht. Also es geht immer in die Massenschlägerei um, es geht immer, nur Gewalt ist eine Lösung und das wird uns von den Hollywood-Filmen so eingebrannt und da müssen wir echt aufpassen. Wir haben nämlich diesen Rachegedanken, haben wir da ganz krass. Ja? Wenn wir einfach akzeptieren, dass das einfach andere Wesen sind, mit denen wir da zu tun haben. Wir müssen uns separieren, wir müssen uns natürlich wehren, insofern, als dass wir nicht mehr beeinflusst werden, ja, in jeglicher Form. Mhm. Aber darüber hinaus steht es uns nicht zu, diese Wesen hinzurichten für ihre Art. Ja. Wenn ich jetzt, ich kann ja auch keinen Löwen dafür hinrichten, dass er Lämmer frisst, ja, was er irgendwann mal vielleicht nicht mehr tut. Das macht man nicht, das weiß man, das ist einfach die Natur. Da versteht man es noch. Aber wenn es dann halt um Drakus geht und um Archonten und dann ist man sehr zornig. Ja, zornig zu sein ist ja ein Gut, es gibt ja den gerechten Zorn, aber da ist man rachsüchtig. Und das machen die Filme auch mit einem. Sie machen einen rachsüchtig. Ja? Das war mir ja schon immer aufgefallen, aber es ist mir nochmal so deutlich geworden, weil ich es jetzt halt eben mit dem Sport mir nochmal einfach reingezogen habe, diese ganzen Filme, und ich gemerkt habe, Alter, es ist nur Gewalt, ja. Also die hat natürlich immer einen ganz heroischen Hintergrund und ist immer nur zum Zweck, ja. Weil der, wenn man ihn jetzt leben lassen würde, wäre die Gefahr für die Menschheit oder er würde das und das machen, musst du ihn umbringen. Das ist immer Selbstverteidigung, so in einer gewissen Form. Aber in Wirklichkeit ist es immer nur Gewalt und es wurde noch nie jemand überredet, das jetzt doch nicht zu machen, ja.
Schade eigentlich, ja. Wären auch gute Filme. Richtig. Also ich muss jetzt gerade dran denken, also ich habe früher natürlich als Kind auch sehr viele Bud Spencer-Filme und sowas gesehen und es ist leider nun auch wahr, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Diskussion hat, dass ein gut gezielter Faustschlag, der kräftig genug ist, definitiv die Diskussion beendet. Also, ne, das wird auch dann auch dauerhaft erstmal die Diskussion beenden, auch in dem ganzen Bekanntenkreis. So, aber es ist nun nicht wirklich, da gebe ich dir auch absolut recht, es ist nun leider keine Lösung. Aber der Punkt ist ja trotzdem, dass, wie du auch richtig gesagt hast, wir haben Raubtiere hier auf dem Planeten und es ist sicherlich gut, sich gegen sie verteidigen zu können. Aber du hast auch absolut recht, wir haben nicht die, ne, sagen, nicht die göttliche Lizenz, sag ich jetzt einfach mal, diese ganzen Spezies vor diesem Planeten zu radieren. Aber wir haben es ja mit anderen ja auch schon gemacht, leider. Genau, verteidigen, aber nicht jagen. Und Richtig. viele von uns sind auf der Jagd. Ja? Das ist Oh das, ja. was in der großen spirituellen Szene, wenn man sie mal alle reinnimmt, das ist da schon sehr groß vorhanden. Ja? Dann kann man immer die Kommentare lesen, was da so steht, wenn man was über Bill Gates erzählt, was natürlich meistens nicht so positiv ist, was dann in den Kommentaren so steht, dann merkst du, die Menschen sind extrem rachsüchtig. Und viele Dinge würden ihnen nicht reichen. Und das ist die Frage. Also, wenn ich jetzt jemanden umbringe für das, was er getan hat, wird es die Menschen, die er umgebracht hat oder die er geschädigt hat, nicht zurückholen. Es wird das Leid nicht vermindern, das schon geschehen ist. Ja? Es wird nur noch eins hinzufügen. Ja? Richtig. Genau. Ich meine, da ist halt einfach, dann muss jeder für sich selber den Punkt einfach auch zum Beispiel erkennen, wann für ihn Zeit ist einzuschreiten. Ich meine, ich hatte jetzt letztens mit einer Dame meines Alters eine Diskussion, Thema Selbstverteidigung. Und da ging es dann auch zum Beispiel um Waffenrecht, also ne, das Schusswaffen und so weiter und so fort. Und natürlich sind dann gerade Damen in dem Alter sind dann auch eher erstmal pikiert und sagen so, oh, wie, Schusswaffen, wie alle? Und klar ist das eine Gefahrensteigerung, sagen wir es mal so am Anfang, aber im Grunde genommen ist es ja nicht zu umgehen, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendein Räuber oder sowas meint, ne, ihr Haus ausräumen zu wollen, die einzige Möglichkeit, ne, das wirklich zu verhindern, ist, ne, wenn man das selber macht, ne, indem man bewaffnet ist und so weiter. Genauso mit Raub, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Und ich meine, das ist ja zum Beispiel auch einer dieser Irrglauben, der hier in Deutschland sehr, sehr viel gepusht wird, dass man meint, dass in einem Land, in dem Schusswaffen frei sind, dass da die Mordquote höher ist. Nein, das ist genau andersrum. In einem Land, wo keine Möglichkeit zur Verteidigung besteht, ist die Mordquote höher. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel, wo das funktioniert mit dem Waffenrecht, ist zum Beispiel Schweden und auch Österreich, wo man ja mit Waffen durch die Gegend laufen kann und auch meines Erachtens auch Belgien sogar. Aber das Dilemma dabei ist ja, dass wir das Gros der Bevölkerung so bewusst machen müssen und auch so verantwortungsvoll machen müssen, dass sie mit dieser Macht umgehen können. Denn das ist ja das Hauptproblem. Wir sind ja im Grunde genommen eine riesige, also nicht nur wir Deutsche, sondern also ne, diese ganze deutschsprachige Raum, also ganz Europa im Grunde genommen, sind ja eher ausgewachsene Kinder, also jetzt vor allem psychisch gesehen, als Erwachsene. Und ne, das ist ja so ein bisschen das Ding. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ich bin eingeladen worden bei einer offenen Diskussionsrunde Thema Verfassung. Und da werde ich dieses Thema zum Beispiel auch direkt einmal zur Sprache bringen, weil das ist eine der Sachen, die sehr viele Missstände in unserem Land definitiv ad hoc mit einem Schlag lösen würden. Natürlich wird es am Anfang erstmal wird es wahrscheinlich turbulent werden, sagen wir es so, aber ich sag mal so auf lange Sicht, ich meine, kein Volk der Welt wäre so dämlich, ein Land zu überfallen oder mit ihm Krieg anzufangen, in dem jeder Bürger bewaffnet ist. Keine Zivilisation von außen wäre auch nur ansatzweise so dämlich, einen Planeten zu überfallen, auf dem jeder Bürger bewaffnet ist. Das wird keiner machen. Es kommt darauf an, ob die Waffen wirksam wären, das ist klar. Aber ich Ja, wollte nochmal gut. zurückgehen, weil es wird bestimmt einige geben, oh, Amerika. Es ist halt ein Faktor. Der andere Faktor ist, was in Amerika so krass ist, ist die soziale Ungerechtigkeit. Ja?
dass du da, wenn du in einer bestimmten Gegend geboren bist, bist du am Arsch. Ja? Dann hast du schon Glück, wenn du ein Haus hast, also einfach ein Dach über dem Kopf, weil es gibt da im Großraum L.A. sind knapp 100.000 Menschen obdachlos. Das kennen wir nicht. Also das sorgt natürlich dafür, dass es natürlich, wenn dann jemand anders zum Geldautomaten geht, ja, mit seiner fetten Rolex oder so, ist es verführerischer, als wenn ich hier mit Hartz IV versorgt bin und sagen kann, schönen Abend. Ja. Das ist einfach eine Existenzfrage. Und das müssen wir natürlich auch lösen auf dem Planeten. Also das ist natürlich in Schweden jetzt erledigt, in Österreich ist es auch erledigt, in Deutschland ist es auch erledigt. Also wenn es den Menschen grundsätzlich an nichts Existenziellem fehlt, dann fangen die auch nicht an, Raubritter zu werden, wenn es Menschen sind. Ja, da kann man auch wieder drüber überlegen. Aber wenn du ihnen keinen Auswegen, keine Chance gibst, dann zählt halt einfach dort einfach ein anderes Gesetz. Da kann man sich in unseren Breitengraden schwer reinfühlen, ja, was dort abgeht. Also insofern ist das halt ein großer Faktor, den der WUK jetzt genannt hat, eben, dass es tatsächlich so ist. Es gibt ja in Amerika auch so einen Test. Es gibt eine Stadt, glaube ich, da sind alle Menschen bewaffnet und dürfen auch offen Waffen tragen. Also die haben so, da gibt es keine Kriminalität. Da fahren sie vorbei und versuchen es in der nächsten Stadt. Da gibt's nichts. Also, ja. Es ging also einfach nur mal, diese Erkenntnis war nochmal, wie stark manipuliert wir sind. Und wenn ich mir so eine Filme anschaue, gehe ich ja schon bewusst dran, erkenne das, merke auch, wo sie mich da triggern wollen, dass ich dann wütend werden soll, dann lasse ich das vielleicht zu oder eher nicht. Aber das sehen ja auch einfach unsere Kinder an. Ja? Ja, das sind Superhelden. Wie die ihre Probleme lösen, ist vorbildhaft. Ja? Iron Man, sogar der Hulk ist cool, ja, so einfach alles töten, erschießen und ja, völlig egal, ja. Ja, also da gibt es dann keine Moral mehr, da wird einfach, ja, die haben zum Beispiel so eine Szene in Avengers, irgendwie so irgendwas mit Ultra, oder so, ich glaube der zweite Avengers-Film, der startet schon so los, dass sie halt eine gegnerische Festung einnehmen wollen und da werden einfach alle getötet, ja. Also so ist ein Überraschungsangriff, ja? Bumm. So. Um dann halt einen Speer zu bekommen, in dem ein Stein drin steckt, ja? Die fragen nicht jeden Soldaten, ob er weiß, für was er da steht oder dass sein für die er da arbeitet, vielleicht nicht die Guten sind, ja? Da wird einfach draufgehauen und sagen, Pech gehabt. Falsche Abteilung. Und Kollateralschaden. Ja, genau. Und das ist massenweise. Und diese Filme haben wirklich eine unfassbare Wirkung. Das sind die Filme, die Milliarden einspielen. Ja? Die, also riesengroße Blockbuster, die ganze Welt anschaut. Das darf man gar nicht so kleinreden. Ist mir nochmal bewusst geworden, das war so natürlich eine Mini-Erkenntnis, man wusste es ja schon, aber es war nochmal so deutlich, dass alles mit Gewalt gelöst wird. Und ich sage, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ja? Dann hast du selbst noch eine Erkenntnis? Also nee, das stimmt schon absolut. Also ne, ich finde halt auch, dass ich jetzt auch wieder öfter vorm PC sitze und zocke zum Beispiel, da ist es mir einfach nochmal wirklich sehr bewusst geworden. Es gibt ja noch ganz andere Spiele, ne, die es mit den drei Buchstaben und der Zahl dahinter zum Beispiel, ne, wo du ja im Grunde genommen alles machen kannst. Also du hast ja eine Open World, mit der du, also wo du einfach da, ne, an der Straßenkreuzung sozusagen dir das nächste beste Auto greifen kannst und ne, dann durch die Gegend kacheln kannst und rumballern kannst und Leute überfahren kannst und was weiß ich nicht, was alles. Und es gibt ja alles Punkte. Du kriegst ja für alles irgendwelche, sag mal, ja, ne, ein Score oder Geld oder irgendwelche Ressourcen dafür, selbst wenn du, keine Ahnung, einfach über die Bordsteinkante sozusagen, einmal über den Bordstein mit 120 drüber kachelst, ne, Karre stehen lassen, wieder zurücklaufen, kannst die Kohle und die Waffen einsammeln und so weiter. Es wird definitiv eine sehr, sehr, sehr seltsame Welt dort aufgebaut und ich denke, dass halt gerade dieser ganze Kampfgedanke gehört ja nun auch zu dem, was man uns seit Jahr ein, also seit Tag 1 sozusagen eintrichtert. Du musst leisten, du musst mit teilnehmen im Wettkampf gegen andere, die dir was Böses wollen, damit du dein Brötchen morgen früh kriegst. Nee.
Harmonie. Also das ist ja Symbiose. Ne? Wir sprachen ja letztes Mal darüber, dass wir diesen Boxkampf sozusagen, der in uns stattfindet und auch außen stattfindet, und das ist ja immer, ne, wie innen so außen, ne, dass man diesen dann vielleicht in einen Ringen oder halt in einen Tanz umwandelt. Und das wäre zum Beispiel wirklich mal eine schöne Sache, aber ich glaube, da müssten wir dann Bollywood-Filme gucken, damit wo dann die Probleme weggetanzt werden. Ja, es ist so. Also schwierig. Ist auch, man kann gar nicht raten, weil es sind schon Dinge, also die einfach jetzt ein Teil unserer Kultur sind. Ja? Aber es ist mir nochmal in dem dramatisch aufgefallen. Also eine andere Kleinigkeit, die ich jetzt nochmal aufgeschrieben habe, ist, was meine vegane Ernährung bewirkt. Weil ich muss zugeben, ich bin noch gar nicht so lange Veganer. Ich bin jetzt vielleicht über ein Jahr, 2 Jahre Veganer. Und was es wirklich verändert hat, ist, ich habe wesentlich weniger Schuppen. Ich habe kaum mehr Pickel. Ja? Also eine komplett andere Haut. Ja? Eine ganz andere Verdauung. Also das sind so wirklich, also wirklich ganz krasse Sachen. Ich weiß, ich habe früher Schuppen ohne Ende gehabt. Ja? Das war dramatisch. Also das ist wie so, und ich habe zum Beispiel auch weniger Zahnbelag. Also ich habe es noch nicht gelesen. Das war so ein Ding, dass ich einfach jetzt nochmal ganz bewusst so sage, hey, das war doch früher anders, ja? Ja, das Interessante ist ja auch, dass es gibt ja auf das, was du ja sagst, es gibt ja einmal diese körperlichen Effekte, ne, dass zum Beispiel die ganze Verdauung sich umstellt und so weiter und so fort. Und auch, dass man selber entgiftet, zum Beispiel, wenn man seinem Körper wirklich gute Sachen zuführt und so weiter, dass er dann halt bestimmte Sachen einfach, ne, von sich selber aus, von innen heraus regeneriert und so. Aber das, was die meisten Leute oftmals nicht wirklich mitkriegen, zum Beispiel, ist, dass man auch sehr viel stressresistenter ist. Dass man viel gelassener ist, was bestimmte Sachen angeht und so. Und ich meine, ich habe das jetzt halt gerade in letzter Zeit ein bisschen andersrum, weil ich ein paar Mal einfach vegetarisch zum Beispiel gegessen habe oder auch mich jetzt eine Woche oder sowas halt wirklich einfach nur vegetarisch ernährt habe. Und ich merke dann schon, dass sich dann andere Verhaltensweisen und alte schlechte Angewohnheiten schneller wieder einschleichen, zum Beispiel, oder dass ich dann gereizter reagiere bei bestimmten Sachen, als wenn ich jetzt wirklich wieder, ne, ganz strikt sozusagen bei dem veganen Programm bleibe. Und wenn ich vegan, also wirklich mein veganen Programm so hundertprozentig durchziehe, also es ist wirklich sehr, sehr schwer, mich dann aus der Ruhe zu bringen. Das ist hart. Ah, verstehe. Wie kam's, wenn ich da nachfragen darf? Weil ich hätte gedacht, WUG, also außer diese eine Ausnahme, wo du mal gesagt hast, ich glaube, das war irgendwas, was Corey Good empfohlen hatte, wo du so eine kleine Ausnahme gemacht hast, hast du auch in der Sendung mal erzählt. Ach so, das war David Wilcock mit den Eiern und David mit dem Stachelrochen. Genau, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, genau. Also für dich hätte ich jetzt echt die Hand ins Feuer gelegt, dass du halt einfach 100% vegan bist. Normal ja. Interessanterweise, ich habe... Also kein Vorwurf. Also ich habe da... Nee, ja. Also sag mal so, ne, klar, also ne, ich habe mir da schon meine Schelte eingefangen, aber ne, ich stehe auch dazu, so, weil mein Problem war jetzt zum Beispiel gerade was Trainingszeiten angeht, dass ich einen enormen, also allein durch mein Körpergewicht natürlich einen enormen Bedarf an Proteinen habe, die ich dann zu mir nehmen muss, um halt wirklich einen Muskelaufbau zu bewirken. Und da habe ich eine ganze Zeit lang zum Beispiel Eier gegessen, weil Eier ja auch durch diesen sogenannten Activator X, der in dem Eigelb drin ist, sehr, sehr gesund sind. Und im Grunde genommen, ne, ist es halt auch eine der kostengünstigsten Varianten, die man sich mit gutem Eiweiß versorgen kann. Und wenn, okay, es ist Diebstahl, weiß ich, ne, ich bete dann auch jedes Mal, ne, wenn ich mir Eier mache und so weiter und so fort. Das Ding ist, meine Leidenschaft ist Käse. Und da bin ich jetzt, da hat mich meine Mutter letztens irgendwann dazu überredet, dass wir etwas bestellen. Und da habe ich dann natürlich, ne, da gab es dann nur vegetarische Sachen. Und da habe ich ein paar Sachen davon gekostet und die sind halt wirklich wunderbar. Und das ist also asiatische Küche natürlich. Und da hat sich das einfach wieder eingeschlichen bei mir. Und da merkte ich, dass, dass ich, auch wenn ich zum Beispiel bei anderen Leuten bin, dann zwinge ich ihnen das auch nicht auf, zum Beispiel für mich vegan zu kochen, sondern vegetarisch ist völlig in Ordnung. So, das ist dann, ne, ich weiß, dass ich dann halt eine gewisse, ich sage einfach jetzt, um den Begriff zu nehmen, dass ich eine gewisse Schuld sozusagen aufgebaut habe oder, ne, mich damit daran beteiligt habe. Aber ich weiß ja auch zum Beispiel, dass ich, wenn ich eine gewisse Zeit um Entschuldigung bitte und bete dafür, dass das auch in Ordnung ist.
Das ist, also ich sollte mich dann nicht selber kasteien und ne, ich bin jetzt verdammt oder sowas. Aber das Ding ist ganz einfach, ich merke, dass je sauberer ich mich selber ernähre, desto schwieriger ist es zum Beispiel für negative Einflüsse an mich heranzukommen. Und ich selber bin schlicht und ergreifend mehr in mir selber, also mehr in der Ruhe, und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, mich noch auf die Palme zu bringen. Obwohl jemand das letztens wieder geschafft hat, aber das war eher wegen. Naja. Was ich komisch finde daran, ist also vegane Ernährung wirklich super, und ich habe auch kein Problem, Vitamin B12 mir zuzuführen. Also ich nehme eh einige Nahrungsergänzungsmittel, weil unsere Nahrung eh nicht mehr gut genug ist, dass sie uns eigentlich alles gibt. Das ist leider auch so. Also würde die vegane Kost komplett natürlich entstehen, also wirklich 100% Bio, sauberes Wasser und all dieses Ding, dann bräuchte ich nichts mehr, aber das Vitamin B12 schon. Und das ist etwas, was mich ein bisschen verwundert, wo ich sage, also wenn das ein perfektes System ist, warum habe ich dann Vitamin B12-Mangel, wenn ich es mir nicht zuführe? Also da stimmt was nicht. Irgendwas ist da nicht sauber. Und ich kenne zum Beispiel, also jetzt ein Beispiel nur, dass jemand isst dann ab und zu Ziegenkäse, weil das so dramatisch geworden ist, dass es einfach übergekippt ist. Also es gibt Leute, die den Vitamin B12-Mangel auflaufen lassen, jahrelang produzieren und dann wirklich körperlich am Ende sind. Also das sind Dinge, die dann sich schwer äußern. Und eine natürliche Möglichkeit wäre tatsächlich einfach, jetzt nicht jeden Tag oder so, aber da reicht es alle ein, zwei Wochen, isst du mal ein bisschen Ziegenkäse zum Beispiel, ja, und dann wäre das Thema gegessen. Also bei Fisch wäre es auch zum Beispiel gegessen. Also richtig. Ich verstehe es nicht, weil es soll ja eigentlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, wir leben auf einem perfekten Planeten, der für die Menschen gemacht ist, dann müsste ich eigentlich mit der für uns vorgesehenen Nahrung keinen Mangel produzieren dürfen. Und das verstehe ich nicht. Also das müsste mir nochmal jemand, ein Hardcore-Veganer, erklären. Wie gesagt, ich bin damit einverstanden, mir Vitamin B12 zuzuführen, aber verstehen tue ich es nicht. Im Law of One wird ja auch ganz klar gesagt, dass man bestimmte Ressourcen von anderen Wesen mit in seiner Nahrung einbinden darf und soll. Also ne, das wird da ja auch ganz klar gesagt. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass also ich sehe das ja aus karmischer Sicht. Also ich habe kein Problem zum Beispiel damit, wenn mir jemand Ei oder Käse anbietet. Ich meine, okay, gut, Käse ist jetzt halt schon wirklich grenzwertig, weil da viel Sklaverei, sag ich mal, und ne, so böse Dinge halt mit eingeflochten sind, sagen wir es so. Aber es ist leider auch wirklich schwierig, diesem Ganzen zu entkommen, vor allem wenn man auf Achse ist. Das ist halt so ein bisschen das Ding, weil nicht überall hat man die Möglichkeit, etwas Veganes zu finden. Und ich meine, bei mir ist es jetzt halt wirklich das ist halt so, dass mein Stammsupermarkt sozusagen jetzt gerade mal Umbaupause hat. Und ich jetzt in die anderen Supermärkte hier in der Umgebung gegangen bin, um mich dort ja, ne, einzudecken und sowas. Und ich war wirklich erstaunt und auch teilweise geschockt, dass wie schlecht das Angebot ist. Einfach ganz, um einfach mal ganz platt zu sagen, wie schlecht das Angebot für Vegetarier und vor allem für Veganer ist, in bestimmten Ketten. Und da war ich wirklich baff, weil jetzt zum Beispiel in dem anderen Supermarkt, der hier bei mir um die Ecke ist, da kann ich im Grunde genommen nur 4 Produkte kaufen. Und das fand ich dann schon, ja, dürftig. Ja. Ich experimentiere zum Beispiel gerade so, weil ich ab und zu, also mir geht auch der Käse als überbacken ab. Ja? Mhm. Das ist so, also sag ich mal so dieses Raclette, ja, so Gemüse schnipseln und dann Käse drüber, wupp, und dann, oh, lecker, ja. Und es gibt von Simply We, ja, das ist natürlich auch wieder Chemieschrott wahrscheinlich, ja, aber der macht es ganz okay. Also falls jemand da mal gucken will, den gibt es auch beim Edeka zum Beispiel, ja. Den kann man als überbacken Käse machen. Und wenn ich mir jetzt meine Gemüsepfanne mache, die ich dann nachher in so eine Schüssel schmeiße und dann nochmal im Ofen 12, 15 Minuten mit dem mache, dann kann ich mit dem Ergebnis einigermaßen leben. Ist nicht ganz das, was ich kenne, aber es ist in Ordnung. Also der tut schon ganz gut. Also wenn einem sowas mal also rein geschmacklich abgeht. Ja. Aber natürlich hat es nicht. Käse hat natürlich auch, wir sind ja Käseperfektionisten. Was wir da zustande gebracht haben, ist ja irre. Ja? Ja. Also
Da gibt es ja, die Geschmacksvielfalt ist natürlich sensationell. Genau. Und das haben die natürlich, ist mit veganen Käse noch nicht möglich. Witzigerweise so bei Milchprodukte, Ersatz, super, finde ich. Also Mandelmilch oder man steckt ja mit eher seinen Kaffee oder so. Ich meine, ich trinke jetzt auch keinen Kaffee. Aber das funktioniert ganz gut. Oder einfach mal eine Salatsoße zu strecken oder so, ist das auch besser. Sojamilch, Hafermilch gibt es auch. Das ist schon ein gutes Ding. Oder sogar Joghurt. Ja, ich fand das also auf Mandelbasis so, die tun es total. Also das geht mir nicht ab. Aber Käse und speziell überbacken, ja, das stimmt. Ja. Das ist eine alte Geschichte vielleicht. Aber ganz früher war ich gar nicht so ein Käsefreak, aber ja. Ja, ist schon eine feine Sache. Und meine, was aber ich ungesund wie Hölle halt auch, gell? Das darf man echt nicht vergessen. Ja. Also Milchprodukte sind so ungesund, ja. Man weiß nicht, ob sie nur ungesund sind, weil einfach wir mit unseren Viechern so umgehen und die Schwingung und die Medikamente drin sind. Aber es gibt eindeutig Hinweise, dass Krebs damit zusammenhängt. Weil dort, wo keine Milchprodukte, also vor allem keine Kuhmilchprodukte konsumiert werden. In Indien gibt es noch wenige Landstriche. Dort gibt es viel weniger Krebs. Ja? Also in Indien ist auch schon Milch der Einzug gehalten. Also die heilige Kuh gibt es in Milch so in Indien so nicht mehr landübergreifend. Aber es gibt eben noch Orte, wo das sehr konsequent gemacht wird. Und dort sind die Krebsraten sehr viel niedriger als dort, wo Milchprodukte konsumiert werden. Nur mal so als Hinweis. Aber mir ist nochmal mein körperlicher Prozess so bewusst geworden, dass ich sage, hey, das ist besser. Ja? Also es ist, ja. Das sind so meine kleinen Erkenntnisse gewesen. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch haben. Wir haben ja jeden Tag Impulse und Erkenntnisse und letztendlich haben wir das auch deswegen jetzt so gemacht, diese Sendung, weil euch geht es ja genauso wahrscheinlich. Also ihr habt auch diese Dinge und es ist total spannend, weil es hat wohl mit den Energien zu tun, mit der Dichte des Schleiers, wo eben nicht mehr so dicht ist, ja. Also wir sind viel näher dran an unserer geistigen Führung, an unsere Seele, unser höheres Selbst, sind viel mehr bei uns, viel deutlicher und daher kommen ja diese Erkenntnisse und diese Impulse, die auch Wissenschaftler, wird dieses innere Herzwissen, das einem keiner erzählen musste. Ich musste kein Buch lesen dafür, sondern für diese Dinge, da bin ich selbst drauf gekommen, ja, durch Beobachtung, durch Erfahrung zum Teil auch und eben ja, einfach so als Geistesblitz oder eben auch als Geschenk, wenn dann ein guter Text kommt und ich einfach sagen kann, oh wow, ja, interessant, könnte ich eigentlich auch mal so machen. Ja. Richtig, und ich meine, daher, wir haben ja in letzter Zeit sehr viel darüber gesprochen. Der Blick nach innen kann zwar jetzt, sag ich mal, gerade für Leute, die es bisher noch nicht gemacht haben, vielleicht erstmal schlimm klingen und Angst hervorrufen und so. Aber im Grunde genommen lädt uns diese Zeit ja dazu ein, diese alten Wunden zu heilen, um dann wirklich auch in kompletter, besser, optimierter voranschreiten zu können. Und was du sagtest mit dem Käse, da fand ich es nochmal sehr interessant zu sehen. Vor vielen Jahren haben die ganzen oder die meisten unserer Pizzalieferdienste in dieser Stadt haben bekannt gegeben in einer Umfrage, dass sie auf Analogkäse umgestiegen sind. Und witzigerweise, wenn man jetzt zum Beispiel in den Großmarkt geht, da findet man Analogkäse, ist ja auch alles vegan. Ne? Und da ist er halt also deutlich, deutlich günstiger als normaler Käse. Wenn ich jetzt aber in meinen Supermarkt gehe und dort nach veganem Käse gucke, dann zahle ich mal eben kurz das Dreifache bis Sechsfache an Preis für den Analogkäse, den ich im Großmarkt sozusagen zum halben Preis von dem normalen Käse gekriegt habe. Und das ist exakt genau der gleiche. Ja, aber das muss ich jetzt auch noch sagen, also es ist schon so, diese Fertigprodukte, diese Ergänzungsdinger, da muss man schon aufpassen, dass man nicht irgendwie so die Chemiepampe für gesunde vegane Ernährung hält. Ja? Man muss schon wissen, dass einem etwas fehlt und dass man halt ein Genussmensch ist und dass man vielleicht dann Ersatzprodukt mal zu sich nimmt. Aber man sollte darauf nicht seine Ernährung auslegen, ja? Dass man jetzt alles mit diesem analogen Käse, das ist, glaube ich, nicht, das wäre nicht so günstiger. Nee, besser nicht. Ja. Buk, hast du noch irgendwie ein Ding, wo du raushauen möchtest, wo du sagst, da war für dich noch eine Erkenntnis? Wir haben
sehr viele von den Erkenntnissen, die mich jetzt betroffen haben, also war viel Thema Geld und wie ich mich in diese Gesellschaft einpassen soll. Und da habe ich in den letzten Tagen sehr interessante Gespräche geführt, wo ich jetzt einfach halt schwanke zwischen dem Standpunkt, ne, wenn ich mir, also es war so ein schönes Meme, was ich bekommen habe, wenn ich mir unsere Gesellschaft so ansehe, also, ne, freut es mich jedes Mal sozusagen, ne, dass ich im Grunde genommen nicht zu dieser Gesellschaft dazugehöre. Und auf der anderen Seite, ne, ist halt dieses Ding, also im Grunde genommen möchte man ja schon etwas mehr teilnehmen an der Gesellschaft und vielleicht dort einfach mehr eintauchen, um die Leute, ja, um den Leuten vielleicht direkter besser helfen zu können. Auf der anderen Seite ist halt dieses Zitat von Krishnamurti, ne, dass jemand, der gut angepasst in eine extrem krasse, kranke Gesellschaft ist, dass es kein Zeichen von Gesundheit ist. Und da ist halt so ein bisschen der Zwiespalt in mir. Ich möchte mir meine geistige, mentale Gesundheit schon erhalten. Ich möchte aber trotzdem in möglichst irgendwie doch mehr an der Gesellschaft teilnehmen, aber ohne, dass ich jetzt mir viel Schuld auflade oder damit anderen Leuten auf die Füße trete und so. Ja, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, das ist vielleicht das berührte Thema auch nochmal, diese Diskussionen mit den Nicht-Erwachten bei bestimmten Themen. Man rutscht ja so schnell rein, allein wie man sich verhält, allein, wir sind ja auch ein offenes Buch, wir wollen ja auch die Wahrheit leben und das ist schon relativ deutlich, was wir über Corona denken und das sind halt die Themen, die momentan sehr hitzig diskutiert werden, wo man ganz schnell einfach auch in eine tiefe Schwingung kommt, wenn man sich darauf einlässt. Also ich kann einfach nur allen raten und dann sind wir bei der Erkenntnis, die vielleicht jetzt auch noch wichtig ist, zu sagen irgendwie so und eigentlich wollte ich das herleiten mit diesen Kämpfen. Ja. Also ich finde nach wie vor diese Demonstrationen sehr wichtig und wertvoll. Aber ich für mich habe entschieden, dass es für mich keinen Sinn macht, daran teilzuhaben. Ja. Also es ist kein Zufall, dass ich jetzt diese zwei schönen Demonstrationen verpasst habe. Es ist aber auch kein Vorwurf an den Leuten, die das machen und die da mitmachen. Nur es ist nicht meine Aufgabe, in diese Kampfschwingung einzutauchen, auch wenn es dort anders dann stattfindet. Das sind ja auch friedliche Menschen, liebevoll, das ist auch, hat eine andere Schwingung gehabt, völlig klar. Und das ist auch, glaube ich, das, was mich interessiert hätte. Aber letztendlich das, was dann auf der Bühne präsentiert wird und diese Wut und dieses, einfach nur dieses eine Thema, das ist mir einfach zu wenig und zu stumpf. Ja? Und, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir einfach auch da aufpassen müssen, eine Waage zu halten. Also einfach, es ist eine tolle PR-Aktion für andere Menschen zu sehen, das sind gar nicht so wenige. Also die Argumente sind auch gar nicht so schlecht. Ja, also es ist schon 38.000. Ja, gut, es wird halt versucht klein zu machen, aber es gibt Menschen, die sich dann dafür interessieren und deswegen ist es wichtig. Würde es nicht stattfinden, könnten sie uns die Geschichte erzählen. Jeder ist damit einverstanden. Ja? Und das ist ja eindeutig nicht so. Nur, ich glaube, im privaten Kreis läuft es auch schon anders. Und dann sind wir fast schon in der nächsten Sendung, weil da wollen wir dann ein bisschen mehr über Corona reden und die wissen wir auch nicht, ob wir die veröffentlichen können auf YouTube. Das werden wir mal gucken. Ja. Ich habe also ein paar und ich mache das leider schon seit 2-3 Wochen und wir haben eben nie so eine Sendung gemacht, wo wir drüber reden. Jetzt muss ich mal schauen, wie aktuell das sind. Also ich habe natürlich sehr aktuelle, aber ich würde sie gerne alle arbeiten. Mal schauen, was wir daraus machen. Ja. Wuk, hast du noch was zu Erkenntnissen? Nee, also jetzt meine ich, haben wir auch alles abgedeckt soweit. Haben wir sicher nicht, aber das ist auch so, dass wir uns jetzt nicht speziell vorbereitet haben. Wie gesagt, ich habe in jeden Tag mehrere, also 10 plus Mini-Erkenntnisse. Es ist eine Wahnsinnszeit. Die sind nicht alle zum Teilen da. Also manche sind privat, ja, und man muss nicht über alles reden. Aber oder wir wollten einfach euch ein bisschen daran teilhaben lassen, dass das sehr eine sehr interessante Zeit ist, eine sehr erkenntnisreiche Zeit und dass man da sehr offen sein darf und einfach auch gespannt sein kann, was dann so reinkommt sozusagen, ja. Auf jeden Fall. Und nehmt den Schwung einfach mit und vertraut einfach, dass das Universum oder Gott oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt,
im Grunde genommen euch jetzt einfach mal ein bisschen Rückenwind gibt. Und wenn es auch, sag mal, jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, und das ist ja, ne, wo wir es am Anfang angesprochen haben, mit dem Rausgehen und einfach jeden umarmen. Natürlich ist es ungewohnt und man braucht Energie, um das wirklich durchzuziehen und auch wirklich, ne, den Willen, das einfach durch, also bei jedem zu machen. Ne, dann kommt vielleicht mal einer vorbei und sagt, oh ja, nee, bei dem bist du nicht oder so. Ist ja kein Thema. Aber ne, wenn man diese Energie, die wir jetzt bekommen, akzeptiert und sie nutzt, um zum Beispiel bestimmte Erkenntnisse und sowas zu gelangen, gerade für sich selber, Erkenntnisse über sich selber, ist es wirklich ganz hervorragend. Also man kann hier unglaublich viel lernen zurzeit. Ja. Und Freundlichkeit hat natürlich auch, es gibt natürlich lieb grüßen bis zur Umarmung. Also da gibt es was dazwischen. Also ihr könnt euch da in eurem Safe-Raum bewegen, was euch noch gefällt und wo ihr es dann vielleicht blöd findet. Und wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass es vielleicht zur Corona-Zeit nicht jedem gefällt, wenn man ihm um den Hals fällt. Alles klar, dann ganz lieben Dank für die Unterstützung der beiden Kanäle, Alpha Wook und Spiritscape. Und wir sehen uns gleich wieder, sozusagen. Aber vielleicht nicht auf YouTube. Das kann man auch schon mal vorausschicken. Ja? Wir wollen die Kanäle nicht riskieren. Mal gucken, was wir so rauslassen. Ja? Alles klar, ihr Lieben. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Thank you.